Liebe Freunde, es ist soweit. Herzlich willkommen hier in Binz bei der stärksten Partei im Osten. Ihr alle kennt die neuen Umfragen. 27% nach der neuesten Umfrage im ganzen Osten. Das kann uns wirklich stolz machen, nach so kurzer Zeit ein solches Ergebnis im Osten erzielt zu haben. Und im Westen werden wir das auch noch schaffen. Und auch ich habe eine gute Nachricht gleich mitzubringen aus unserem Landesverband, denn wir sind jetzt erstmals mehr als 700 Mitglieder. Es geht aufwärts bei uns. Nun habe ich keine aktuellen Zahlen von der Konkurrenz, damit müssten wir jetzt aber tatsächlich die Grünen und die FDP überholt haben. Also wir werden stärker und stärker auch in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist wichtig, die Bürger brauchen uns, denn nur mit der Alternative für Deutschland wird sich in dieser Republik etwas ändern, denn die Altparteien versagen mal ums Mal. Wir haben es gerade wieder erlebt, man hat den Eindruck, man lebt hier langsam in einer Bananenrepublik, gerade wenn wir uns die Geschehnisse um Chemnitz anschauen, und die müssen wir natürlich heute auch noch mal kurz besprechen. Es hat eine schreckliche Messertat in Chemnitz gegeben. Ein Deutscher wurde dabei getötet, zwei weitere schwer verletzt. Aber die Politik redet danach Tag ein, Tag aus über eine rechte Gefahr. Dieser Tod ist praktisch überhaupt nicht präsent. Die Ursache des Unmuts der Bürger ist überhaupt nicht mehr präsent. Und da muss ich sagen, da sind vollkommen die Prioritäten falsch gesetzt. Es hat sich hier um einen weiteren schweren Messermord gehandelt. Und natürlich sind die Bürger aufgewacht, und das müssen wir auch auf die Straße bringen. Ich finde es unglaublich, wie diese Empathiepolitiker, empathielosen Politiker von CDU links bis ganz links überhaupt nicht wahrnehmen, was hier passiert, dass wir mit mehr Gewalt leben in diesem Land und dass sie davon auch noch bewusst ablenken wollen durch imaginäre Demos und Konzerte gegen rechts. Das alles ist ein unfassbarer Vorgang, und den müssen wir ganz deutlich und laut herausbringen. Das ist die Aufgabe der AfD. Denn das, was da passiert ist, das haben die Sachsen nicht verdient, das haben die Chemnitzer nicht verdient, das haben aber auch die Deutschen nicht verdient. Die wollen in Sicherheit leben, das ist die Aufgabe des Staates, und darum müssen wir uns in diesem Land endlich wieder kümmern. Aber wir haben ja die Wahrheit über diesen Messermord auf dem ominösen Steinmeier-Konzert gehört. Daniel H. war ein Opfer rechter Gewalt. Es ist wirklich unglaublich, was man sich hierzu anhören muss. Man müsste fast noch anfügen, die AfD hat mitgestochen. Ich habe mich gewundert, dass Herr Stegner nicht mit so einem Twitter-Ding da um die Ecke kam. Es ist wirklich unglaublich, in was für einem durchgeknallten Land wir hier mittlerweile leben. Da muss jemand auf den Tisch schauen. Und wer, wenn nicht wir, liebe Freunde? Aber natürlich geht es nicht darum, nur auf den Tisch zu hauen. Wir handeln natürlich verantwortungsbewusst, und das haben wir auch in Sachsen gezeigt. Wir haben zwei Demonstrationen nach dieser schrecklichen Tat veranstaltet, beides friedliche, würdevolle Demonstrationen. Einmal spontan am Sonntag direkt nach der Tat, eine kleine Demonstration, eine Stunde lang, und dann sind wir am Wochenende darauf auf die Straße gegangen. Am Ende waren es 8000 Menschen, die friedlich und würdevoll dort gewesen sind, in Trauerkleidung, die eben keinen großen Popanz aufgeführt war, haben wie andere Demonstrationen darum herum. Nein, das war wirklich würdevoll, das war richtig, genauso wie wir es hier auch im Land gemacht haben mit den Mahnwachen, und ich danke allen Kreisverbänden, die sich daran beteiligt haben und das wirklich in dieser wundervollen, würdevollen Form durchgezogen haben. Aber nochmal zurück zu Chemnitz. Was haben die Medien draus gemacht? Sie haben daraus einen Aufmarsch von Rechtsextremisten gemacht. Und das ist wirklich ein Riesending. Zumindest musste das jeder so verstehen, der abends Tagesthemen geguckt hatte, nach unserem Trauermarsch. Der hat dann dort plötzlich Nazi-Hooligans gesehen, die skandierten eine wilde Horde: Wir sind die Fans Adolf Hitler, Hooligans, so hieß es, glaube ich. Und da bin ich selbst zusammengezuckt und dachte, das kann ja wohl nicht wahr sein. Mit solchen Leuten wollen wir natürlich nichts zu tun haben.
Und dann stellt sie sich eben heraus, das war nicht auf unserer Demonstration, das war nicht auf unserem Trauermarsch, das stammte von einer Demonstration am Montag zuvor, mehrere Tage zuvor. Und da kann mir keiner was davon erzählen, dass das irrtümlich hereingeschnitten wurde. Das ist mit voller Absicht passiert. Hier ist das Wort Lügenpresse tatsächlich einmal angebracht. Ihr wisst alle, dass ich da sehr differenziere. Ich bin ja selber Journalist. Es gibt auch Journalisten, die vernünftig handeln. Das waren ja zum Beispiel die Kollegen der Freien Presse, die gesagt haben, von Hetzjagden reden wir nicht, weil wir keine beobachtet haben. Das war vernünftig, was die Kollegen gemacht haben. Aber was die Tagesthemen, das Schlachtschiff der ARD dort veranstaltet hat, das spottet wirklich jeder Beschreibung. Es war nicht nur diese Tagesthemensendung, es war auch eine Tagesschau, bei der Besucher der anderen linken Demos zu Worte kamen, aber die Besucher unserer Demos nicht. Auch das geht ja schon gar nicht. Das ist völlig unjournalistisch. Aber dann noch irrtümlich Bilder reinzuschneiden, angeblich irrtümlich, die von einem anderen Tag stammen, das halte ich für ausgemachten Unsinn, dass das irrtümlich passiert. Ich meine, die Reporter liefern die Bilder vom Demonstrationstag in die Zentrale und dann muss ja irgendwer dort ins Archiv greifen. Da muss er nach Datum gucken und so weiter, greift sich andere Bilder heraus. Die werden nicht falsch sortiert sein, das glaube ich jedenfalls nicht. Vermute ich und hoffe ich nicht bei der Tagesschau und den Tagesthemen. Also muss das jemand bewusst gemacht haben. Und wenn Sie sich hinterher, einen Tag später, die Erklärung von Frau Mioska in den Tagesthemen, die Korrektur anschauen, dann muss ich sagen, das ist ja wohl ein Witz. Da wurde dann gesagt, wir haben irrtümlich Bilder gesendet, die von einer anderen Demonstration stammen. Das war es dann auch. Niemand hat erkannt, dass es genau um diese entscheidenden Bilder ging, um eine wilde Nazi-Horde, die in unsere Demonstration hereingeschnitten wurde. Das hat niemand diese Korrektur erkannt. Und das ist wirklich unglaublich. Das ist doch keine Korrektur. Das ist wirklich ein Witz. Und ich finde, da müssen wir auch nochmal nachsetzen. Das geht so nicht. Nein, es ist wirklich Propaganda der untersten Schublade, das muss man klar sagen. Und natürlich sind bei den Bürgern, die nur die Tagesthemen gesehen haben, nicht vor Ort waren und keine weiteren alternativen Medien sich angeschaut haben, natürlich ist bei denen immer noch das Bild darin, dass unter der AfD-Demo irgendwelche Nazi-Hooligans unterwegs sind. Die Bilder sollen ja auch schön kleben bleiben. Das ist genau der Hintergrund dessen, warum sie es getan haben. Aber ich muss sagen, solche Journalisten sind eine Schande für den ganzen Berufsstand. Und ich finde, da müssten die Journalisten selber, die guten Journalisten, die echten Journalisten mal auf die Straße gehen oder zumindest in ihre Redaktion mal Rabatz machen und sagen, so, Leute, geht es nicht. Wir müssen objektiv, wir müssen fair berichten. Und da wundern sich die Herrschaften noch, dass die Bürger darauf keinen Bock mehr haben. Warum sollen wir jedes Jahr 8 Milliarden Euro auf den Tisch packen für die GEZ, für die öffentlich-rechtlichen Sender, wenn wir uns dann auch noch desinformieren lassen wollen? Das Geld können wir zu Hause besser verwenden. Das gleiche Bild beim Thema Zusammenrottung und Hetzjagden, was Frau Merkel und die Regierungssprecher ja von der Leine gelassen haben. Zusammenrottung, da bin ich schon wieder zusammengezuckt als gelernter DDR-Bürger. Ein absoluter Spruch aus SED-Tagen, stand damals, glaube ich, im Strafgesetzbuch drin. Zusammenrottung, was ist das eigentlich? Also diese Sprechweise allein schon von einer Kanzlerin, die vor kurzem noch selber gesagt hat, wir müssen sorgsam mit der Sprache umgehen. Ja. Ein Witz, was Frau Merkel da vom Stapel lässt. Zusammenrottung und Hetzjagden, das ist ja nun das Größte. Und damit beschäftigen wir uns ja nun schon eine ganze Weile. Diese Hetzjagden hat der Generalstaatsanwalt nicht beobachtet, wie wir jetzt gehört haben, der Verfassungsschutzchef auch nicht. Selbst der sächsische Ministerpräsident hat klargemacht, es gab keinen Mob, es gab keine Hetzjagd, es gab keine Pogrome. Und das ist auch richtig, das ist auch unsere Beobachtung. Und ich denke, das muss Frau Merkel jetzt endlich klarstellen, wenn sie nicht die Größe hat, klarzumachen, dass es diese Hetzjagden nicht gegeben hat und dass sie infolge dieser Falschbehauptung quasi eine Hetzjagd auf die Chemnitzer Bürger ausgelöst hat, dann muss sie diesen Job endlich an den Nagel hängen, dann fordern wir ihren Rücktritt. Wir haben ja die Antwort von Frau Merkel erhalten. Ich habe ja dann, als das mit den Hetzjagden aufkam, selber die Anfrage gestellt.
Im ersten Moment, ich war nicht dabei, habe ich gedacht, vielleicht gab es sowas schrecklicherweise. Man weiß es nicht. Die Kollegen vor Ort haben gesagt, nee, haben wir auch nicht gesehen. Und dann kam ja die freie Presse, die Zeitung aus der Region, und hat gesagt, nein, haben wir nicht beobachtet. Und das war für mich der Zeitpunkt, als ich gesagt habe, da müssen wir Aufklärung schaffen. Dafür bin ich im Bundestag, um für Aufklärung zu sorgen. Und ich habe diese Anfrage an die Bundesregierung eingereicht, worauf vorgestern die Antwort kam. Und es ist ganz klar und erschreckend, worauf sich die Bundesregierung beruft, auf Schilderungen in den sozialen Medien und, ja, muss man sich vorstellen, und ein Video, das Video, was wir alle kennen, das von Antifa Zeckenbiss, also offensichtlich von einem linksextremen Anbieter, was immer man von diesem Video halten mag, ich weiß nicht, ob es echt war oder ob es falsch war, es wird ja auch schon bestritten vom Verfassungsschutz, ob das wirklich der Realität entsprach, selbst wenn, ist das keine Hetzjagd gewesen, was dort stattgefunden hat auf diesem kleinen Videoschnipsel. Das ist sicherlich ein Übergriff gewesen, wenn es so gewesen ist, aber das war keine Hetzjagd. Darauf kann man sich als Bundesregierung wirklich nicht berufen. Und die Stimmen werden lauter, die das deutlich machen. Selbst in der Unionsfraktion wird das mittlerweile stark kritisiert. Und deswegen sage ich, wie lange soll es denn noch dauern, Frau Merkel? Wann sagen Sie denn endlich, dass Sie hier falsch gehandelt haben, dass Sie eine Hetzjagd in Gang gesetzt haben gegen die Chemnitzer Bürger? Denn die Presse hat das ja überregional fast ungeprüft in großen Teilen übernommen. Das war die einzige Hetzjagd, die es gegeben hat. Frau Merkel, entschuldigen Sie sich endlich, es ist allerhöchste Eisenbahn. Und wenn Frau Merkel diese Größe nicht hat, dann soll sie halt nach Hause gehen und soll ihren Bundespräsidenten Steinmeier gleich mitnehmen. Es ist wirklich unglaublich. Ich falle da fast aus dem Stuhl. Das sind wieder zwei Skandale in einem. Der Bundespräsident, unser oberstes Staatsorgan, Herr Steinmeier, lädt zu einem Konzert ein, bei der linksextreme Bands auftreten. Unter anderem Feine Sahne Fischfilet, die schon in Verfassungsschutzberichten auftauchte, die zu Gewalt gegen die Polizei aufgerufen hat und die singt Deutschland verrecke, das wäre wunderbar. Was ist das bitte schön für einen Bundespräsident? Den brauchen wir nicht, das ist nicht unser Präsident. Man muss sich das vorstellen, dieses Konzert gegen Hass strotzte nur so vor Hass. Es ist wirklich unglaublich und zahlreiche etablierte Politiker aus anderen Parteien waren praktisch dabei oder haben es wohlwollend kommentiert. Und der zweite Skandal, wieder die Presse. Wo ist die Presse, wenn man sie dringend braucht? Wenn der Bundespräsident zu einem linksextremen Konzert einlädt, zumindest mit starker linksextremer Beteiligung, dann muss doch die Presse auf der Matte stehen und muss Herrn Steinmeier mal fragen, das Mikrofon unter die Nase halten und fragen, was ist denn das? Wieso laden Sie hier zu diesem Konzert ein? Nichts, nichts. Ganz vereinzelt gab es zarte Stimmen, die gesagt haben, ach, ob das so richtig ist. Man stelle sich vor, die AfD hätte zu einem Konzert eingeladen, wo rechtsextremistische Bands auftreten. Ja, der Verfassungsschutz war heute schon da. Der wäre schon da. Aber wenn das Schloss Bellevue dort so etwas verbreitet, so what, was ist schon okay, das kann mal passieren. Das ist also es ist wirklich unglaublich, wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird. Und ich finde, da kann es eigentlich gar keine zwei Meinungen in diesem Fall geben. Da muss dem Steinmeier auf den Zahn gefühlt werden. Wie kann man so etwas unterstützen? Ja, ich finde schon, da sollte der Verfassungsschutz mal im Schloss Bellevue anklopfen und mal fragen, ob man da nicht vielleicht auch mal beobachten sollte. Stattdessen nimmt man jetzt uns Unterwind, die Alternative für Deutschland, ausgerechnet die Partei, die für die Wiederherstellung des Rechtsstaates steht, die für Demokratie steht, für direkte Demokratie sogar, für echte Bürgerbeteiligung, die soll jetzt beobachtet werden. Das ist ja wirklich ein fahler Scherz. Also wirklich unglaublich. Es ist quasi lächerlich. Die Altparteien wissen nicht weiter. Sie wollen sich eines politischen Konkurrenten entledigen und werden jetzt sozusagen immer weiter versuchen, uns in diese Richtung zu schieben, um dann eines Tages zu sagen, ja, da muss der Verfassungsschutz ran. Aber das ist wirklich albern. Sie missbrauchen den Verfassungsschutz als politisches Instrument. Nichts weiter ist das. Wir sind eine durch und durch demokratische Partei. Punkt. Wir wollen gerade unser Fundament, das Grundgesetz, schützen. Das ist unsere Aufgabe. Darum geht es uns. Darum protestieren wir gegen die Merkel-Politik. Aber klar ist auch, wir müssen
Wenn die anderen jetzt schon mit diesen harten Bandagen kämpfen, dann müssen wir natürlich diszipliniert zu Werke gehen. Wir müssen weiter konsequent unsere Themen umsetzen, das steht außer Frage. Aber wir müssen natürlich noch mehr aufpassen, dass wir eben keine missverständlichen Äußerungen vom Stapel lassen. Wir müssen noch mehr aufpassen, dass wir uns nicht in irgendeine radikale Ecke schieben lassen, denn da gehören wir nicht hin. Wir sind eine zutiefst bürgerliche Partei, die dieses Land wieder vom Kopf auf die Füße stellen will. Und wir werden da weitermachen. Wir werden weiter erfolgreich sein im Osten und etwas später vielleicht auch genauso erfolgreich im Westen. Nein, wir sind, liebe Freunde, auf einem wirklich guten Weg. Wir können stolz sein, was wir bis hierher geschafft haben. Und wir müssen weiter konsequent arbeiten. Die nächsten Projekte stehen voraus. Das ist die Wahl zum EU-Parlament. Und da wollen wir heute unsere Delegierten dazu wählen. Wir alle wissen, dass wir auch in Europa eine große Aufgabe haben, nämlich zu verhindern, was viele andere Parteien in Deutschland und in anderen Ländern Europas erreichen wollen. Sie wollen die Vereinigten Staaten von Europa, einen europäischen Superstaat. Und diesen Kräften müssen wir in die Hand fallen. Wir als AfD aus Deutschland, gemeinsam mit EU-Kritikern aus anderen Nationen in Europa, mit denen wollen wir gemeinsam arbeiten, dass die Bürokratie aus Brüssel aufhört und dass die Aufgaben auf nationaler Ebene bleiben, die dahin gehören. Wir wollen natürlich zusammenarbeiten, aber wir wollen das, was sinnlos in Brüssel gemacht wird, wieder zurückholen in unser Land. Das ist unser Land, unsere Nation, Deutschland. Ich bin überzeugt, wir bleiben, wenn wir so weiterarbeiten, absolut in der Erfolgsspur, werden eine erfolgreiche EU-Wahl erreichen, werden dort viel mehr Abgeordnete als beim letzten Mal hineinschicken. Wir werden auch sehr erfolgreich sein hier im Land bei unserer Kommunalwahl, die am gleichen Tag stattfindet. Da werden wir auch noch zu einem weiteren Parteitag einladen. Die Vorbereitungen für diese Wahl laufen ja auch schon. Kommen wir sicherlich heute auch noch in unserem Tätigkeitsbericht dazu. Da werden wir auch erfolgreich in die Kreisparlamente einziehen, in die großen Stadtvertretungen. Wir werden natürlich mit 700 Mitgliedern nicht überall dabei sein können, aber wir werden die großen Kreisparlamente, die großen Städte auf jeden Fall entern und werden noch mal stärker wieder hier in Mecklenburg-Vorpommern und können uns direkt an der Basis bei den Bürgern verankern. Das werden wir erreichen im nächsten Jahr. Und damit, liebe Freunde, eröffne ich jetzt unseren 13. Landesparteitag hier in Binz und stelle die ordnungsgemäße Einladung fest und komme damit gleich zur Wahl unseres Versammlungsleiters. Bereit erklärt hat sich dafür ein altes Mitglied, alt nehme ich zurück, unser ehemaliges Mitglied mittlerweile in Berlin zu Hause, aber bekannt durch alle Bundesparteitage, Christoph Baserow, bereit erklärt. Christoph, stehst du bereit? Christoph Baserow steht bereit. Ich frage in die Runde, wer ist dafür, dass Christoph Baserow unser Versammlungsleiter wird? Dankeschön, die Gegenstimmen. Eine Gegenstimme, bei einer Gegenstimme ist Christoph Baserow gewählt. Bitte, Herr Vorsitzender, walte deines Amtes. Enthaltungen, okay. Die hatte ich vergessen. Die Enthaltung bitte fürs Protokoll, keine. Dankeschön. Vielen Dank an Leif-Erik Holm und auch von mir einen schönen guten Morgen. Wir sind in der Tagesordnung im Tagesordnungspunkt 2, Wahl des Präsidiums sowie eines Protokollführers und dessen Stellvertreters und dort im Tagesordnungspunkt 2a, Vorschläge und Wahl des Versammlungsleiters und seiner Stellvertreter. Ich frage daher nach Vorschlägen für stellvertretende Versammlungsleiter. Bitte sehr. Herr Johannes Salomon. Herr Salomon, stehen Sie zur Verfügung? Nein. Gibt es weitere Vorschläge? Bitte sehr. Steffen Reinicke. Steht auch nicht bereit. Hat der Vorstand noch einen Vorschlag? Ich schlage Michael Nötzl vor, den hat Christoph Baserow mit hergeholt. Dann ist Herr Nötzl vorgeschlagen, zur Information aus dem Landesverband Baden-Württemberg. Herr Nötzl, stehen Sie zur Verfügung? Der steht bereit.
Gibt es weitere Vorschläge für stellvertretende Versammlungsleiter? Die kann ich jetzt nicht erkennen. Erhebt sich Widerspruch gegen die offene Abstimmung? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, Herrn Michael Nötzel zum stellvertretenden Versammlungsleiter zu wählen? Blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen Herrn Nötzel? Eine. Dankeschön. Wer enthält sich? Niemand. Dann stelle ich fest, mit einer Gegenstimme mit großer Mehrheit gewählt. Herr Nötzel, nehmen Sie die Wahl an? Nimmt an. Dann bitte sehr, neben mir Platz zu nehmen. Ich frage, gibt es noch Vorschläge für weitere stellvertretende Versammlungsleiter? Die kann ich nicht mehr erkennen. Dann schließe ich den Tagesordnungspunkt 2a und rufe auf Tagesordnungspunkt 2b, Vorschläge und Wahl des Protokollführers und seines Stellvertreters. Auch hierfür bitte ich um Vorschläge für den Protokollführer zunächst. Sven Günther ist vorgeschlagen als Protokollführer. Herr Günther steht bereit. Gibt es weitere Vorschläge für den Protokollführer? Jan-Michael Martin. Herr Martin, stehen Sie zur Verfügung? Steht auch bereit. Gibt es weitere Vorschläge? Kann ich nicht erkennen. Erhebt sich Widerspruch gegen eine offene Abstimmung? Sehe ich nicht. Dann haben wir zwei Kandidaten für den Protokollführer, nämlich einmal den Herrn Günther und einmal den Herrn Martin. Ich frage, wer votiert für Herrn Günther? Dankeschön. Wer votiert für Herrn Martin? Danke. Wer ist gegen beide? Niemand. Und wer enthält sich? Dankeschön. Stelle ich fest, war das eine große Mehrheit für Herrn Günther. Er ist zum Protokollführer gewählt. Herr Günther, nehmen Sie die Wahl an? Nimmt an, dann ist er Protokollführer. Dann kommen wir noch zum Stellvertretenden. Da frage ich den Herrn Martin, stehen Sie dafür bereit? Herr Martin steht als Stellvertreter bereit. Gibt es da weitere Vorschläge? Kann ich nicht erkennen. Erhebt sich hier Widerspruch gegen die offene Wahl? Sehe ich ebenfalls nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, Herrn Jan-Michael Martin zum stellvertretenden Protokollführer zu wählen? Blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen Herrn Martin? Danke. Wer enthält sich? Dankeschön. Stelle ich fest, mit großer Mehrheit gewählt. Herr Martin, nehmen Sie die Wahl an? Nimmt ebenfalls an. Vielen Dank. Dann schließe ich hiermit den Tagesordnungspunkt 2 und rufe auf Tagesordnungspunkt 3, Vorschläge und Abstimmung zur Organisation des Landesparteitages und zugleich dort den Tagesordnungspunkt 3a, Vorschläge zur und Abstimmung über die Tagesordnung. Hierzu darf ich Ihnen mitteilen, der Antrag Nummer 1.1 von Frank Kortmann und anderen ist zurückgezogen worden. Ich frage, gibt es Änderungsanträge zur Tagesordnung? Enrico Komning, bitte. Guten Morgen, liebe Freunde. Nachdem wir uns im Landesvorstand die Tagesordnung noch mal angesehen haben, sind wir zu dem Entschluss gekommen, einen Änderungsantrag dahingehend zu stellen, dass wir den Landesparteitag etwas effektiver gestalten wollen. Wir wählen ja heute neben dem Beisitzer des Landesvorstandes auch die Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung, derzeit unter Top 7 angesiedelt. Da wir mit der Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung ja mehrere Personen wählen müssen, dementsprechend eine etwas längere Vorstellungsrunde hier gegeben sein wird. Und wenn wir uns für das effektivste Wahlverfahren, nämlich das Akzeptanzwahlverfahren, entscheiden sollten, würde es, wenn wir nach dem derzeitigen Stand der Tagesordnung ausgehen, eine relativ lange und ineffektive Auszählpause unter Top 7 geben. Die bisherigen Landesparteitage und auch andere Parteitage haben ergeben, dass man in der Auszählpause durchaus andere Tagesordnungspunkte des Landesparteitages bewerkstelligen kann. Insofern würde ich gerne beantragen, dass wir den Top 7 Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung vorziehen, und zwar noch vor den Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes. Dann könnte quasi das Auszählverfahren durchgeführt werden, während der Landesvorstand seinen Tätigkeitsbericht abhält. Des Weiteren würde ich vorschlagen, dass wir
auch den Top 8 Finanzberichte vorziehen, und zwar hinter den jetzigen noch Top 5 Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes und auch die Satzungsänderungsanträge noch vor die Wahl des Beisitzers des Landesvorstandes durchführen. Das Ganze, wie gesagt, hängt letztlich mit der Effizienz des Landesparteitages zusammen, sodass wir während der Auszählpause für die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung eben kein großes Zeitloch haben, sondern hier eben effektiv die anderen Tagesordnungspunkte abhandeln können. Also, mein Antrag lautet dementsprechend, der neue Top 5 soll Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung werden, der neue Top 6 soll dann Finanzberichte werden, der neue Top 7 sollen die Satzungsänderungsanträge werden und dann der neue Top 8 die Neuwahl eines Beisitzers im Landesvorstand. Vielen Dank. Ja, den Tätigkeitsbericht hat er jetzt ausgelassen. Also ich fasse das nochmal zusammen. Der Antrag des Enrico Comnin geht jetzt dahin, diesen Tagesordnungspunkt 7 nach vorne zu ziehen, zwischen 4 und 5 hier rein, also hinter dem Bericht der Mandatsprüfungskommission. Danach soll dann der Tätigkeitsbericht erfolgen, dann die Finanzberichte, dann Satzungsänderungsanträge und dann machen wir die Nachwahl des Beisitzers weiter und würden danach dann mit Anträgen und Schlusswort abschließen. Das ist der Antrag? Korrekt. Korrekt. Hierzu sehe ich Wortmeldungen. Professor Weber, bitte. Ja, im Kern finde ich das, was beantragt wurde, gut. Nur die Wahl der Delegierten und so weiter. Sprechen Sie bitte ins Mikro. Nur die Wahl der Delegierten vorzuziehen ist richtig. Den Top 6, Nachwahl eines Beisitzers so weit nach hinten zu rücken, halte ich für bedenklich, weil es ja doch einige gibt, die eine längere Abreise haben oder Heimreise und früher gehen müssen. Ich würde also dafür plädieren, dass die Nachwahl eines Beisitzers vor den Finanzberichten bleibt. Dankeschön. Dann war davor noch Herr Dr. Jass, eine Wortmeldung. Ja, wir sollten vielleicht auch berücksichtigen, dass ich die bei den Finanzberichten die Punkte A bis C zurückziehe. Wir haben das im Vorstand ja so verabredet. Enrico, insofern wundert mich das ein bisschen, dass du das nicht gleich mit angesprochen hast, weil wir den Jahresabschluss 2017 praktisch erst darstellen wollen, wenn der Wirtschaftsprüfer sein Votum gegeben hat. Und das wird dann beim nächsten Parteitag im Januar, voraussichtlich im Januar, der Fall sein. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Antrag zur Änderung der Tagesordnung von Enrico Comnin? Ich würde dann den Vorschlag von Professor Weber so übernehmen wollen. So übernehmen heißt also neue Reihenfolge dann hinter dem Bericht der Mandatsprüfungskommission, aktuell Top 4. Machen wir dann die Delegierten, danach den Tätigkeitsbericht und dann trotzdem noch Satzung? Nein, dann die Wahl des Beisitzers. Okay, dann Beisitzer, Finanzen und so weiter wie aufgeschrieben. Gut, dann ist der Antrag so übernommen. Ich wiederhole nochmal, wir hätten dann also die Reihenfolge bis Tagesordnungspunkt 4 so belassen, also Bericht der Mandatsprüfungskommission. Dann würden wir durchführen Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung. Danach den Tätigkeitsbericht des Landesvorstands. Danach die Nachwahl eines Beisitzers im Landesvorstand. Und so dann die Finanzberichte und die darauf folgenden Tagesordnungspunkte. Das ist jetzt der aktuelle Antrag. Gibt es hierzu noch Wortmeldungen? Bitte sehr, ganz hinten. Kann ein Also bei mir war ein Unterstützer des Antrags und hat ihn zurückgezogen, weil Herr Kortmann selbst nicht da ist. Aber letztlich spielt keine Rolle, es ist nur ein Antrag, einen Tagesordnungspunkt zu verschieben, den könnten Sie auch ohne Frist neu stellen. Ja, also letztlich. Davon weiß ich nichts. Der wurde zurückgezogen, der Antrag von Herrn Kortmann, 1-1. Dankeschön. Ja, das ist ja der Satzungsänderungsantrag, der ist nicht zurückgezogen. Davon weiß ich nichts. Es geht hier aktuell nur um die Tagesordnung und dieser Tagesordnungsantrag von Herrn Kortmann, das hatte ich eingangs erwähnt, der unter Ziffer 1.1 im Antragsbuch steht, der wurde zurückgezogen. Gut, dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Tagesordnungsänderungsantrag von Enrico Comnin in der
abgewandelten Fassung. Ich referiere nochmal, wir machen Top 4 Bericht Mandatsprüfungskommission, dann Delegiertenwahl, dann Tätigkeitsbericht, dann Beisitzernachwahl und dann Finanzen und weiter. Hier kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer für diese Änderung der Tagesordnung votieren möchte, blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen die Änderung der Tagesordnung? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank. Ist das mit großer Mehrheit so beschlossen und die Tagesordnung ist entsprechend geändert. Ich komme dann zur Abstimmung über die Tagesordnung insgesamt, wenn jetzt keine weiteren Anträge zur Tagesordnung mehr vorliegen. Doch, bitte. Das 7a bis c zu streichen, das würden, soll jetzt beantragt werden. Also ja, also wir reden über die Finanzberichte dort a bis c. Soll zurückgezogen werden. Okay, gut, dann sind Tagesordnungspunkte zurückziehen. Kann man einen Tagesordnungspunkt nicht, aber dann ist beantragt, diese zu streichen, nehme ich ganz stark an. Also, also aus dem Top Finanzberichte nach neuer Nummerierung müsste das nach wie vor der 8 sein. A bis einschließlich C wie Cäsar zu streichen. Gibt es hierzu Wortmeldungen? Kann ich nicht? Doch, bitte. Das Mikro bitte mal andrehen. Nee, das macht die Technik. Jetzt soll das losgehen. Ja, hört man mich? Ah ja. Gut, die Frage ist, bei Satzungsänderungsanträgen eventuell auch Kenntnis darüber zu haben, wie es um die Finanzen gestellt ist. Deswegen würde ich schon gerne die Finanzberichte hören. Dankeschön, Dr. Jess. Also der Finanzbericht 2018 wird selbstverständlich gegeben, so wie es da auch drin steht in der Tagesordnung. Den Jahresabschluss 2017 kann ich nicht geben. Wir haben es im Vorstand beschlossen. Der wird erst gegeben werden können, wenn der Wirtschaftsprüfer sein Votum dazu gegeben hat. Und insofern können wir das jetzt auch nicht ändern. Also, aber der 2018er Jahresbericht wird natürlich gegeben. Da sieht man ja auch den Zustand der Finanzen der Partei. Dankeschön. Gibt es noch weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Aus dem Tagesordnungspunkt Finanzberichte die Punkte A bis einschließlich C wie Cäsar zu streichen. Sehe ich jetzt nicht. Dann kommen wir hier zur Abstimmung. Wer für diese Streichung votieren möchte, blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen die Streichung? Danke. Wer enthält sich? Dankeschön. Stelle ich fest, ist das mit großer Mehrheit gestrichen. Gibt es weitere Änderungsanträge zur Tagesordnung? Kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Dann kommen wir zur Gesamtabstimmung über die nunmehr geänderte Tagesordnung. Wer die in dieser Fassung genehmigen möchte, bitte ich jetzt um Erhebung der blauen Stimmkarte. Vielen Dank. Wer ist gegen diese Tagesordnung? Dankeschön. Wer enthält sich? Vielen Dank, ist die Tagesordnung mit großer Mehrheit beschlossen. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 3a und rufe auf Tagesordnungspunkt 3b, Vorschläge und Wahl der Mandatsprüfungskommission. Hierfür bitte ich um Vorschläge. Leif-Erik Holm. Ich schlage Gunter Jess vor. Gunter Jess ist vorgeschlagen für die Mandatsprüfungskommission. Herr Jess, stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit. Weitere Vorschläge für die Mandatsprüfungskommission, Herr Professor Weber. Herr Klaus-Peter Last. Herr Last, stehen Sie zur Verfügung? Eher nicht heißt nein. Mal sehen. Na gut, dann stelle ich diese Frage von mir erstmal zurück. Bitte sehr. Martin Heilmann ist vorgeschlagen für die Mandatsprüfungskommission. Steht nicht bereit. Gibt es weitere Vorschläge? Weitere Vorschläge gibt es nicht. Dann frage ich nochmal den Herrn Last. Der steht bereit. Vielen Dank. Dann stelle ich fest, stehen für die Mandatsprüfungskommission bereit Dr. Gunter Jess und Dr. Klaus-Peter Last. Gibt es weitere Vorschläge? Kann ich nicht erkennen. Erhebt sich Widerspruch gegen eine offene Abstimmung oder eine Wahl im Block? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Herren Dr. Gunter Jess und Dr. Klaus-Peter Last zur Mandatsprüfungskommission zu wählen. Blaue Stimmkarte bitte.
Vielen Dank. Wer ist gegen die Bewerber? Niemand. Wer enthält sich? Eine. Danke. Dann bei einer Enthaltung im Übrigen einstimmig gewählt. Und ich frage Herrn Dr. Jess, nehmen Sie die Wahl an? Nimmt an. Und Herr Dr. Last nimmt auch an. Dann walten Sie bitte Ihres Amtes. Sie haben demnächst einen Bericht abzugeben. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 3b und rufe auf Tagesordnungspunkt 3c, Vorschläge und Wahl der Wahlkommission. Hierzu wählen wir bitte zunächst einen Wahlleiter und danach kümmern wir uns dann um die Stimmzähler. Ich frage daher zunächst um Vorschläge für einen Wahlleiter. Bitte sehr. Ich schlage Christoph Grimm vor. Christoph Grimm ist vorgeschlagen. Herr Grimm, stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit, vielen Dank. Gibt es weitere Vorschläge für das Amt des Wahlleiters? Stimmzähler machen wir danach. Kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Dann frage ich, erhebt sich Widerspruch gegen die offene Abstimmung? Sehe ich auch nicht. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer dafür ist, Herrn Christoph Grimm zum Wahlleiter zu wählen, den bitte ich jetzt um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen Herrn Grimm? Vielen Dank. Wer enthält sich? Dankeschön. Stelle ich fest, bei wenigen Enthaltungen einer Gegenstimme mit großer Mehrheit gewählt. Herr Grimm, nehmen Sie die Wahl an? Ja. Nimmt an. Für das Protokoll. Vielen Dank. Dann kommen wir zur Zählkommission. Also für die Stimmzähler. Herr Grimm, wie viel hätten Sie gern? Mindestens 5 hätte gern der Wahlleiter. Dann bitte ich um Vorschläge für die Zählkommission. Robert Schnell wurde vorgeschlagen. Herr Schnell, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Herr Schnell. Ich schlage Paul Kaspereit vor. Paul Kaspereit. Herr Kaspereit, stehen Sie zur Verfügung? Jawohl. Steht auch bereit. Bitte sehr. Ich schlage Axel Gerold vor. Axel Gerold. Herr Gerold, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Ja. Mit Begeisterung, kann ich feststellen. Bitte sehr. Robert Haas. Herr Haas, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Dann haben wir schon 4. Bitte sehr. Ich schlage Norbert Müller vor. Norbert Müller. Herr Müller, stehen Sie bereit? Jawohl. Steht auch bereit. Vielen Dank. Dann hätten wir schon 5. Gibt es weitere Vorschläge für die Zählkommission? Die kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Dann schlagen wir Ihnen vor, alle Kandidaten im Block in offener Abstimmung zu wählen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? Den kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung, zur Zählkommission zu wählen. Die Herren Robert Schnell, Paul Kaspereit, Axel Gerold, Robert Haas und Norbert Müller. Wer dafür ist, diese Herren zur Zählkommission zu wählen, blaue Stimmkarte bitte. Ich bedanke mich außerordentlich. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Wenige. Dankeschön. Dann sind Sie bei wenigen Enthaltungen im Übrigen einstimmig gewählt. Ich frage Herrn Schnell, nehmen Sie diese Wahl an? Ja. Dankeschön. Herr Kaspereit? Ja. Nimmt auch an. Herr Gerold? Ja. Nimmt an. Herr Haas? Ja. Nimmt auch an. Und Herr Müllert? Nimmt. Das ist eine Ehre. Vielen Dank. Ich bin gespannt, ob Sie das am Ende des Tages immer noch so sehen. Ich schließe damit auch den Tagesordnungspunkt 3c und damit den Tagesordnungspunkt 3 insgesamt und rufe auf Tagesordnungspunkt 4, Bericht der Mandatsprüfungskommission über die Stimmberechtigung und Beschlussfähigkeit der Versammlung. Das Wort erhält ein Mitglied der Mandatsprüfungskommission für den Bericht. Die prüfen noch gerade. Dann machen wir eine ganz kurze Pause und warten, bis die Herren mit der Prüfung fertig sind. Ja, hallo. Ich kann die erfreuliche Mitteilung machen, dass wir 144 zugelassene Parteimitglieder auf unserem Parteitag haben. 144. Dankeschön. Stelle ich fest, sind 144 stimmberechtigte Mitglieder anwesend. Ich stelle fest, die Versammlung ist damit beschlussfähig. Ich schließe damit Tagesordnungspunkt 4, rufe auf den neuen Tagesordnungspunkt 5. Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung. Und hier sogleich Tagesordnungspunkt 5a,
Feststellung der Stimmberechtigung der anwesenden Mitglieder. Ich frage daher nochmal an die Mandatsprüfungskommission. Mandatsprüfungskommission, ist festgestellt worden, dass alle akkreditierten Mitglieder zum Europäischen Parlament heute stimmberechtigt sind. Die Essenliste geht hier irgendwo rum. Es wurde so, vielleicht einfach mal ans Mikrofon, damit wir nicht stille Post spielen. Weil das ist jetzt die Frage, das müssten wir jetzt mal feststellen. Wir haben nur die Anzahl der stimmberechtigten Mitglieder festgestellt. Inwiefern das jetzt die akkreditierten... Was meinst du damit, Christoph, jetzt? Ja, na, wir müssen ja im Rahmen der Akkreditierung sollte ja geprüft worden sein, ob die Mitglieder, die sich hier angemeldet haben, gleichzeitig stimmberechtigt sind zum Europäischen Parlament. Heute. Okay, das sind sie. Das ist geprüft worden, sind alle berechtigt, auch für das Europäische Parlament ihre Stimme abzugeben. Gut, vielen Dank. Genau das wollten wir hier wissen. Das bitte ich dann zum Protokoll zu nehmen. Das ist geprüft worden. Ich frage die Versammlung, gibt es einen Versammlungsteilnehmer, der das Stimmrecht eines anderen Versammlungsteilnehmers für diesen Tagesordnungspunkt anzweifelt? Also insbesondere anzweifelt, dass dieser jemand hier erstens im Landesverband Mitglied ist und zweitens heute zum Europäischen Parlament wahlberechtigt ist. Gibt es da jemanden, der das für einen Teilnehmer anzweifelt? Das kann ich nicht erkennen. Das nehmen wir dann auch bitte ins Protokoll. Und ich schließe den Tagesordnungspunkt 5a und rufe auf Tagesordnungspunkt 5b, Abstimmung über die Anzahl der zu wählenden Delegierten und Ersatzdelegierten. Hierzu bitte ich um Vorschläge. Ich kann Ihnen sagen, ich glaube, nach aktuellem Verteilungsschlüssel haben Sie 13 Delegierte, die dem Landesverband zustehen. Für das zweite Halbjahr 2018. Herr Professor Weber möchte einen Vorschlag machen. Ja, da es mindestens zwei Bundesparteitage gibt, die dieses Thema zum Inhalt haben, die Wahlversammlung, wo die Delegierten für die Europawahl gewählt werden und das Wahlprogramm, eventuell im Februar noch einen dritten, die dann vier Tage die Wahlveranstaltung und zweimal wohl drei Tage in Anspruch nehmen, also dass eine längere Dauer ist, plädiere ich dafür, dass wir insgesamt 30 Delegierte wählen. 13, die reisen und genug auf der Liste, um für diejenigen, die dann mal nicht können, Ersatz zu haben. Dankeschön. Es ist vorgeschlagen, insgesamt 30 Delegierte zu wählen. Gibt es andere Vorschläge? Live für Recon. Also ich hätte natürlich nichts gegen die 30 Mitglieder. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir vorab mal abfragen, wie viele Mitglieder überhaupt die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Also an den mehreren, wir haben es jetzt an die Wand geworfen, den mehreren Terminen, einmal vom 16.11. bis zum 19.11., wo die ersten Kandidaten gewählt werden. Und dann soll es im Mitte Januar nochmal eine Europawahlversammlung geben, an einem Wochenende, wie es dort steht. Also das müsste irgendwie zeitlich zu wuppen sein. Es ist auch noch wichtig zu wissen, dass der Bund dafür keine Mittel zur Verfügung stellt für Fahrtkosten. Das macht die Sache noch mal schwieriger und wir im Landesverband haben auch nicht die Möglichkeiten, das hinzubekommen. Das bitte ich zu berücksichtigen, aber wir würden uns natürlich über sehr viele Kandidaten natürlich freuen. Und ich würde vorschlagen, dass wir jetzt erstmal abfragen, wer die Möglichkeit hat, daran teilzunehmen. Genau, dann machen wir vielleicht einfach mal, um einen Eindruck zu bekommen von der Menge der etwaigen Kandidaten, vielleicht einfach mal kurz Arm hoch, wer sich vorstellen kann, gleich als Delegierter sich hier zu bewerben. Einfach mal Arm hoch, dass wir ungefähr eine Einschätzung von der Masse haben, der Kandidaten, die hier zur Verfügung stehen. Boah, das sind noch keine 30. Also ich denke, da wären wir mit 30 tatsächlich ausreichend bedient. Ja. Also keine Begrenzung beschließen, ist Ihr Vorschlag. Gut, keine Begrenzung ist ebenfalls vorgeschlagen. Dann zieht Professor Weber seinen Vorschlag zurück. Dann ist der einzige Vorschlag für die Listenlänge, diese Listenlänge nicht zu begrenzen. Gibt es weitere Vorschläge? Kann ich nicht erkennen. Dann stimmen wir darüber ab, wer ist dafür, die Listenlänge der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung nicht zu begrenzen. Ich bedanke mich. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Danke. Wer enthält sich? Vielen Dank. Ist das mit großer Mehrheit beschlossen und es gibt keine Begrenzung der Delegiertenliste. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 5b und rufe auf Tagesordnungspunkt 5c, Abstimmung über das Wahlverfahren und die Vorstellungsmodalitäten.
Meine Damen und Herren, an Wahlverfahren steht uns seit dem Bundesparteitag in Augsburg eine etwas größere Auswahl zur Verfügung. Sie wissen, der Paragraph 4 der Wahlordnung, Wahl der Delegierten, ist geändert worden. Früher war es zwingend erforderlich, Akzeptanzwahlverfahren hier durchzuführen. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir können jetzt auch die herkömmliche Einzelwahl oder die Gruppenwahl durchführen. Die Akzeptanzwahl ist natürlich weiterhin möglich oder auch das Zwei-Stufen-Wahlverfahren nach Paragraph 8 der Wahlordnung. Hierfür bitte ich um Vorschläge. Das Präsidium schlägt vor, das Akzeptanzwahlverfahren durchzuführen. Das würden wir anregen. Aber selbstverständlich ist das Ihre Entscheidung als Versammlung, wie Sie das Wahlverfahren gestalten möchten. Deswegen bitten wir um Vorschläge. Vorschlag, Akzeptanzwahlverfahren. Der Vorstand nickt. Gut, dann ist vorgeschlagen das Akzeptanzwahlverfahren. Gibt es andere Vorschläge als die Akzeptanzwahl? Kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir zur Abstimmung. Wer ist dafür, dass die Delegiertenwahlen im Akzeptanzwahlverfahren durchgeführt werden? Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Wer enthält sich? Dankeschön. Ist das mit großer Mehrheit beschlossen? Meine Damen und Herren, dann ist beim Akzeptanzwahlverfahren möglich, dass Sie mehrere Gruppen bilden. Sie könnten also sagen, Sie wählen immer Fünferblöcke, Zehnerblöcke oder aber Sie wählen alle Delegierten in einem großen Wahlgang. Was wir Ihnen vorschlagen würden, weil es einfach zeitsparend ist und das Ganze effektiver gestaltet. Also der Vorschlag des Präsidiums, einen einzigen Wahlgang durchzuführen, in den alle Bewerber mit einziehen können und dann alle Plätze auf der Delegiertenliste in einem einzigen Wahlgang vergeben werden. Gibt es da andere Vorschläge zu? Können wir nicht erkennen. Dann kommen wir auch hier zur Abstimmung. Wer dafür ist, einen einzigen Wahlgang durchzuführen im Akzeptanzwahlverfahren, blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Danke. Wer enthält sich? Dankeschön. Stelle ich fest, ist das mit großer Mehrheit beschlossen. Dann kommen wir zur Vorstellungszeit. Jeder Delegierte sollte die Möglichkeit bekommen, sich hier vorzustellen. Das Präsidium möchte Ihnen hier vorstellen, eine Vorstellungszeit von 2 Minuten und keine Fragen an die Delegierten zuzulassen. Gibt es dazu andere Auffassungen? Eine Minute. Also es ist vorgeschlagen, 2 Minuten und eine Minute. Weitere Vorschläge habe ich jetzt nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob sie ernst gemeint waren. 30 Sekunden wird da hinten noch mitgeteilt. Gibt es weitere Vorschläge zur Vorstellungszeit für Delegierte? Sehe ich nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die Vorstellungszeit nicht beschränkt ist. Weitestgehender Vorschlag ist also derjenige, der die Vorstellungszeit am weitesten beschränkt. Das ist hier der Vorschlag 30 Sekunden. Wer ist dafür, die Vorstellungszeit für Delegierte auf 30 Sekunden zu begrenzen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Das ist die große Mehrheit. Vielen Dank. Wer enthält sich zu dieser Frage? Dankeschön. Dann kommt jetzt zur Abstimmung die Begrenzung auf eine Minute. Wer ist dafür, auf eine Minute die Vorstellungszeit zu begrenzen? Danke. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Dankeschön. Wer enthält sich? Das war eine Mehrheit dafür. Die Redezeit ist damit auf eine Minute begrenzt. Dann kommen wir noch zur Möglichkeit der Fragestellung an etwaige Bewerber. Wir haben Ihnen vorgeschlagen, keine Fragen zuzulassen. Gibt es dort andere Vorschläge? Eine Frage wird mir hier gerade vorgeschlagen. Von hinten höre ich 5 Fragen. 3 Fragen. 2 Fragen. Möchte noch jemand 4 vorschlagen? Das findet sich niemand. Gut. Gibt es andere Vorschläge? Zum Delegiertenmandat ist vorgeschlagen, keine Fragen, 1, 2, 3 und 5 Fragen. Die stärkste Begrenzung ist auch hier, überhaupt keine Frage zuzulassen. Wer dafür ist, keine Fragen zuzulassen an die Bewerber, den bitte ich jetzt um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen diesen Vorschlag? So, das machen wir nochmal bitte. Wer ist dafür, keine Fragen zuzulassen? Die Fürstimmen bitte.
Dankeschön. Und wer ist gegen diesen Vorschlag? Dankeschön. Gut, da sind wir uns nicht sicher. Deswegen bitten wir mal die Zählkommission, sich irgendwie zu positionieren. Und wir zählen das dann ganz kurz aus. Hier vorne bitte einmal zusammentreten und mit dem Wasser. Wer für diesen Vorschlag votieren möchte, bitte die blaue Stimmkarte erheben und oben lassen, bis wir sie hinunterbitten. Es geht um Fürstimmen für die Variante keine Fragen. Gut, vielen Dank. Auch diese Stimmen können runter. Dann bitte ich den Wahlleiter, das Ergebnis dieser Abstimmung zu verkünden. Also wir haben folgendes Ergebnis gezählt. Mit Ja haben gestimmt 86 Mitglieder, mit Nein 46 bei 4 Enthaltungen. Vielen Dank. Dann stelle ich fest, ist der Antrag mehrheitlich angenommen und es werden keine Fragen an die Bewerber zugelassen. Jetzt kam während der Auszählung noch ein Mitglied zu mir und hat beantragt, nach der Vorstellungsrede eine Aussprache zuzulassen zu dem Mitglied. Gibt es zu diesem Antrag Wortmeldungen, also zu dem Bewerber eine Aussprache zuzulassen, nach der jeweiligen Vorstellung? Eine formale Gegenrede. Dann stimmen wir es ab. Wer dafür ist, nach der Bewerbervorstellung eine Aussprache über den Bewerber zuzulassen, bitte ich um die blaue Stimmkarte. Dankeschön. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Dankeschön. Wer enthält sich? Dankeschön. Dann ist auch diese Aussprache mit großer Mehrheit abgelehnt. Wir kommen dann zu den weiteren Vorstellungsmodalitäten. Wir haben jetzt, ich fasse zusammen, beschlossen, die Akzeptanzwahl durchzuführen in einem einzigen Wahlgang. Vorstellungszeit 1 Minute ohne Fragen. Wir würden Ihnen vorschlagen, die Vorstellungen in alphabetischer Reihenfolge durchzuführen. Gibt es dazu andere Auffassungen? Sehe ich nicht. Dann stimmen wir das kurz ab. Wer ist dafür, Vorstellungen in alphabetischer Reihenfolge? Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Enthaltungen? Dankeschön. Dann ist das beschlossen. Gibt es weitere Vorschläge zum Wahlverfahren? Dass es geheim ist, das versteht sich von selbst. Gut, sehe ich keine weiteren Vorschläge. Dann schließe ich hiermit auch den Tagesordnungspunkt 5c und rufe auf Tagesordnungspunkt 5d, Vorstellung und Wahl der Delegierten sowie Ersatzdelegierten. Wir kommen daher jetzt zur Sammlung der Kandidatenvorschläge für die Wahl der Delegierten und Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung nach § 16 der Bundessatzung. Herr Professor Weber eröffnet. Ich möchte vorschlagen, Christoph Grimm, Jens-Holger Schneider und René Kruschowski. Christoph Grimm, Jens-Holger Schneider und René Kruschowski. Dann frage ich zunächst, Herr Grimm, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit, Herr Schneider? Ja. Steht auch bereit, Herr Kruschewski? Ja. Steht auch bereit. Nächster Vorschlag, bitte sehr. Petra Federau. Frau Federau, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Dort hinten geht's weiter. Ja, oder auch nach vorne kommt, ist mir ganz egal. Ich möchte vorschlagen, Thomas Wüstenberg und Andrea Sunkel. Moment, Thomas Wüstenberg und Andrea Sunkel. Es wäre gut, wir müssen das ja alles von Hand aufschreiben, wenn wir die Vorschläge etwas langsamer kriegen könnten. Herr Wüstenberg, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Ja, steht bereit. Und Frau Sunkel steht auch bereit. Dann machen wir bitte hier vorne weiter. Ja, ich würde vorschlagen den Dirk Lerche. Dirk Lerche. Jörg Kröger. Und Thomas de Jesus Fernandes.
Thomas de Jesus Fernandes. Dann frage ich zunächst Herrn Lerche, steht er zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Herr Kröger? Ja. Steht auch bereit. Und Herr de Jesus Fernandes? Ja. Steht ebenfalls zur Verfügung. Hinten geht's weiter. Mein Vorschlag lautet Peter. Peter Kempe. Peter Kempe. Herr Kempe, stehen Sie bereit? Ja. Steht zur Verfügung. Bitte sehr. Ich schlage vor Dr. Hagen Brauer und Dr. Gunther Jess. Dr. Hagen Brauer und Dr. Gunther Jess. Herr Dr. Brauer, stehen Sie bereit? Ja. Steht zur Verfügung. Herr Dr. Jess, ja, steht auch bereit. Am hinteren Mikrofon, bitte schön. Ich schlage Philipp Steinbeck vor. Philipp Steinbeck. Herr Steinbeck, stehen Sie zur Verfügung? Ja, gerne. Steht bereit. Bitte sehr. Ich schlage Robert Schnell vor. Robert Schnell. Herr Schnell, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Hinteres Mikrofon, bitte. Ich schlage Thomas Seibert vor. Thomas Seibert. Herr Seibert, stehen Sie bereit? Ja. Steht zur Verfügung. Hier vorne geht's weiter. Ich schlage Frau Ulrike Schielke-Ziesing vor. Ulrike Schielke-Ziesing. Frau Schielke-Ziesing, stehen Sie zur Verfügung? Ah, da ist sie ja. Ja? Steht bereit. Und mit einem Vorschlag, bitte sehr. Ich schlage Jörg Kracht vor. Jörg Krack? Kracht. Kracht. Entschuldigung. Herr Kracht, stehen Sie bereit? Jawohl. Steht zur Verfügung. Am hinteren Mikro geht's weiter. Ich schlage Ralf Eisenhardt und Dennis Augustin vor. Ralf Eisenhardt und Dennis Augustin. Dann frage ich zunächst Herrn Eisenhardt. Stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit. Herr Augustin? Ja. Steht auch bereit. Nächster Vorschlag hier vorne. Sören Schütz. Sören Schütz. Herr Schütz, stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit. Bitte sehr. Ich schlage Paul Kaspereit vor. Paul Kaspereit. Herr Kaspereit, stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit. Bitte. Ich schlage Dr. Klaus-Peter Last und Bert Oberreiner vor. Klaus-Peter Last und Bert Oberreiner. Herr Dr. Last, wie sieht's aus? Ist dabei. Und Herr Oberreiner ist auch dabei. Ist jetzt gleich daneben. Noch ein Vorschlag. Enrico Komning ist vorgeschlagen. Herr Komning, wie sieht's aus? Kann leider nicht aus terminlichen Gründen. Gut, dann geht's weiter mit dem nächsten Vorschlag. Ja, ich schlage den Professor Dr. Weber vor. Herr Professor Dr. Ralf Weber. Herr Professor Dr. Weber, stehen Sie zur Verfügung? Nein, kann nicht aus terminlichen Gründen. Kann aus terminlichen Gründen ebenfalls nicht. Hinten geht's weiter. Ich schlage Dario Seifert vor. Herrn Seifert habe ich, glaube ich, schon... Nee, habe ich noch nicht auf der Liste. Dario Seifert. Herr Seifert, stehen Sie zur Verfügung? Steht nicht bereit. Ich zähle mal durch. Wir haben jetzt 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23 Bewerber, die zur Verfügung stünden. Weitere Vorschläge, bitte sehr. Den habe ich nicht verstanden. Sven Günther. Herr Günther, wie sieht's aus? Nein. Hinten geht's weiter. Herrn Helfried Patrias vor. Herr Helfried Patrias. Herr Patrias, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Gibt's weitere Vorschläge? Bitte sehr. Ich schlage Dr. Jörg Valentin vor. Dr. Jörg Valentin. Herr Dr. Valentin, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Das sind Sie selbst. Das erleichtert die Sache ganz erheblich. Gibt es weitere Vorschläge? Nochmal am hinteren Mikrofon, bitte sehr. Ja, ich würde gerne Stefan Teschner und Steffen Reinicke vorschlagen. Stefan Teschner und Steffen Reinicke. Herr Teschner, stehen Sie zur Verfügung? Aus zeitlichen Gründen. Nein. Und Herr Reinicke. Er ist auf Toilette.
Herr Reinick ist gerade nicht da, das werden wir dann gleich noch nachholen. Gibt es weitere Vorschläge für Delegierte und Ersatzdelegierte? Weitere Vorschläge? Hier wird sich noch umgesehen, sehe ich gerade. Ansonsten den Herrn Reinicke vielleicht mal hineinbitten, das wäre sehr hilfreich. Ich frage ein letztes Mal, gibt es weitere Vorschläge für das Amt des Delegierten bzw. Ersatzdelegierten zur Europawahlversammlung? Wir sind noch nicht bei den ursprünglich angepeilten 30. Gibt es noch 1, 2, 3, 4 Bewerber? Die kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Keine weiteren Kandidatenvorschläge. Dann schlage ich Ihnen vor, wir schließen die Liste noch nicht, warten noch auf Herrn Reinicke. Und, ist er da? Da ist er. Herr Reinicke, Sie verzichten. Hier? Bitte sehr. Das kam jetzt hier hinten akustisch nicht an. Holger Öst ist vorgeschlagen. Herr Öst, stehen Sie zur Verfügung? Steht bereit. Noch ein Vorschlag. Live Erik Holm ist vorgeschlagen. Herr Holm, stehen Sie zur Verfügung? Ja, ich habe mich extra nicht gemeldet, weil ich im November leider verhindert bin. Im Januar könnte ich zur Verfügung stehen, aber ich wollte natürlich den anderen die Möglichkeit geben. Insofern würde ich für Januar zur Verfügung stehen. Muss ich ja einschränken. Wir wählen eine Delegiertenliste. Ich weiß, ich will es nur der Form halber sagen. Also ich nehme jetzt mal ein Ja auf. Okay. Bitte sehr. Also ich wäre bereit, Björn Eckert vorzuschlagen und stimme dem Vorschlag auch zu. Also nehme es an. Das ist sehr hilfreich. Björn Eckert schlägt sich selbst vor. Gibt es noch weitere Vorschläge? Sonst würde ich Ihnen jetzt vorschlagen, die Kandidatenliste zu schließen. Weitere Vorschläge sehe ich nicht. Dann kommen wir kurz zur Abstimmung. Wer dafür ist, die Kandidatenliste dann jetzt hiermit zu schließen, bitte ich um Erhebung der blauen Stimmkarte. Ich bedanke mich. Wer ist gegen die Schließung der Kandidatenliste? Danke sehr. Wer enthält sich? Dankeschön, dann ist das mit großer Mehrheit beschlossen. Die Kandidatenliste ist geschlossen und wir beginnen mit den Vorstellungen. Wir hatten uns auf eine Minute verständigt, in alphabetischer Reihenfolge. Das ist nicht wahnsinnig alphabetisch, was wir da vorne sehen. Das heißt, wir versuchen das jetzt mal selbst und ich sehe den einzigen Kollegen mit dem Anfangsbuchstaben A, ist aus unserer Sicht der Kollege Augustin. Der dürfte sich dann jetzt mal vorstellen und das Alphabet beackern wir in der Zwischenzeit. Bitte sehr. Ich weise darauf hin, so 10 Sekunden vor Abschluss der Zeit würden wir ein kleines Signal mit der Glocke geben, dann bitte zum Schluss kommen. Ja, ich denke, ich brauche mich nicht lange vorzustellen. Ich bin Dennis Augustin, ich bin seit 2016 Mitglied der AfD. Ich bin amtierender Landessprecher dieses Landesverbandes seit November letzten Jahres. Ich bin außerdem Mitglied im Kreisvorstand des Kreisverbandes Südwest-Mecklenburg als Beisitzer. Ich war bis zuletzt, bis ich das Amt des Landessprechers angetreten habe, Kreisvorsitzender. Und ihr kennt mich, ihr wisst, wofür ich stehe. Und ich bin bereit, die Zeit aufzuwenden, um die mühseligen Arbeiten auf dem Bundesparteitag, auf der Europawahlversammlung auf mich zu nehmen. Vielen Dank an Herrn Augustin. Dann ist der nächste auf der Liste Dr. Hagen Brauer. Liebe Parteifreunde, eine Minute ist zu kurz für eine Kampfrede. Insofern mache ich es also auch ganz kurz. Die meisten kennen mich. Ihr habt mich inzwischen zum zweiten Mal als Beisitzer in den Landesvorstand gewählt. Das war auch erst vor relativ kurzer Zeit. Insofern hatte ich dort ja entsprechende Vorstellungsrede gehalten.
Ihr wisst, ich bin in der Kommunalpolitik in Schwerin sehr aktiv, bin in der Stadtvertretung aktiv und nebenbei oder auch vordringlich als Vorsitzender des VKK, also unseres kommunalen Bildungsträgers, tätig, wo wir eigentlich eine recht erfolgreiche Arbeit betreiben. Ich würde also auch alle Parteifreunde bitten, in dem Zusammenhang, wir haben einen Stand draußen, sich da auch nochmal zu informieren in Vorbereitung auf die Kommunalwahlen und dann gegebenenfalls Bildungsangebote wahrzunehmen. Ansonsten bin ich gern bereit, meine Zeit im Dienste des Landesverbandes bei diesen Veranstaltungen einzusetzen und den Landesverband dort zu vertreten. Danke. Dann als nächster Björn Eckhardt. Und danach ist es dann der Kollege Eisenhardt. Ja, einige von euch kennen mich ja schon. Also mein Name ist Björn Ecker, bin 62 geboren, habe Maschinenanlagenmonteur gelernt, dann Offizier der NVA gewesen. Dann 20 Jahre selbstständig, betreibe nebenbei Landwirtschaft, bin seit 1990 in der Kommunalpolitik und seit anderthalb Jahren beim Abgeordneten Rico Komning, Leiter des Wahlkreisbüros in Neubrandenburg. Ich denke mal, Europa ist zwar, wird eigentlich zwar von uns abgelehnt, aber trotzdem müssen wir ja irgendwo unsere Delegierten dahin entsenden und da bin ich gern bereit, da mitzuwirken. Danke. Dankeschön. Dann jetzt bitte der Herr Eisenhardt und danach die Frau Federau. Ja, einen wunderschönen guten Tag erstmal, liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde. Mein Name, habt ihr gehört, Ralf Eisenhardt. Ich kenne die meisten, die ich hier sehe. Viele werden mich kennen. In drei aufeinanderfolgenden Wahlkämpfen haben wir eigentlich jede Straßenlaterne mit Namen benannt. Ich glaube, ich kenne sie alle. Ne? Und bin vom Beruf Diplom-Museologe in Leipzig studiert. Bin seit drei Jahren Mitglied dieser Partei. Voll engagiert, glaube an unsere Ideale, die zurzeit mit Füßen getreten werden von unseren Feinden. Aber das nur nebenbei. Ich bin gerne bereit, meine Erfahrung einzubringen und meine ganze Kraft mitzubringen, um hier eine erfolgreiche Wahlversammlung vorzunehmen. Das wollte ich gesagt haben. Ihnen einen schönen Tag noch. Vielen Dank. Dann bitte die Frau Federau und danach Thomas de Jesus Fernandes. Vielleicht könnte sich immer auch der Nachfolger dann hier vorne schon einfinden, dann spart das etwas Zeit. Frau Federau, bitte. Mein Name ist Petra Federau, ich bin Mitglied seit März 2013 und jeder, der mich kennt, weiß, mit welcher Disziplin und Ernsthaftigkeit ich in diese Versammlung gehe. Und für mich ist es wichtig, die Leute, die sich vorstellen, dort anhand ihrer Taten zu messen und nicht anhand einer guten Rede, damit wir nie wieder Abweichler erleben müssen. Dankeschön. Dankeschön. Dann jetzt bitte Thomas de Jesus Fernandes und es bereitet sich bitte vor Christoph Grimm. Ja, schönen guten Tag, Thomas de Jesus Fernandes, 74 geboren, ich bin sozialpolitischer Sprecher der Fraktion. Und ich möchte euch gerne vertreten als verlängerter Arm, sage ich mal, der Basis und geeignete Kandidaten fürs Europaparlament zu wählen und vor allen Dingen solche Kandidaten, die auch wirklich die EU zurückfahren wollen zu einer EWG. Vielen Dank. Dankeschön. Dann jetzt bitte Christoph Grimm und als nächster dann Dr. Gunter Jess. Christoph Grimm. Ja, ich grüße den Parteitag. Mein Name ist Christoph Grimm, 61 Jahre alt, von Beruf Rechtsanwalt. Ich bin Gründungsmitglied der Alternative für Deutschland sowohl im Bund als auch im Land. Ich bin der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Nordwestmecklenburg. Und Mitglied im Landtag, dort bin ich der europapolitische Sprecher der Fraktion. Ich stehe also im Stoff, was die europapolitischen Themen betrifft und konnte das auch ganz gut darstellen, denke ich, bei einer Aussprache einer Aktuellen Stunde, gerade erst vor kurzem. Grob gesagt, wir sind als Alternative für Deutschland natürlich für das Europa des Friedens, für das Europa der Freiheit und für das Europa des Wohlstandes unter den Völkern.
Aber wir meinen, dass Europa ganz dringend reformiert werden muss und alles Nähere ergibt sich aus unserem Grundsatzprogramm. Vielen Dank. Das können Sie jetzt auch nicht mehr ausführen. Dann jetzt bitte Dr. Gunter Jess und es bereitet sich vor Paul Kaspereit. Ja, mein Name ist Gunter Jess. Die meisten werden mich wahrscheinlich auch schon kennen. Ich bin Jahrgang 1951, bin bei der AfD seit Gründungsparteitag dabei, habe sie hier im Land mitgegründet. Insofern will ich da auch jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Ich bin im Kreistag von Vorpommern-Greifswald für die AfD tätig, bin im Landtag für die AfD tätig, bin Schatzmeister der Partei. Und ich denke mal, wer ein bisschen auf meine Facebook-Seite guckt, der weiß auch, wofür ich stehe. Und weiteres will ich dazu gar nicht ausführen. Dankeschön. Vielen Dank. Uns ist der Live-Erik Holm durchgerutscht im Alphabet. Den ziehen wir jetzt noch ganz kurz davor und danach dann den Kollegen Kaspereit. Herr Holm, bitte. Ja, dankeschön. Live-Erik Holm, seit Anfang an dabei und auch bei allen Bundesparteitagen mit dabei gewesen. Darum bin ich etwas betrübt, dass ich jetzt im November nicht daran teilnehmen kann. Das muss ich eben der Fairness halber dazu sagen. Aber ich würde euch gerne vertreten im Januar, wenn es um das Europawahlprogramm geht, das ja eigentlich ein EU-Wahlprogramm ist. Das möchte ich auch nochmal deutlich sagen. Wir müssen eben unterscheiden. Niemand ist hier gegen Europa. Das ist klar, das ist ein wunderbarer Kontinent, genauso schön wie Asien, Afrika und wie sie alle heißen. Wir reden hier immer über die Europäische Union und wie sie jetzt ist, so wollen wir sie nicht erhalten. Wir wollen, dass die Nationalstaaten ihre Bedeutung behalten, aber dass wir da, wo es sinnvoll ist, zusammenarbeiten. Und das wollen wir natürlich erreichen, dass wir in der EU-Wahl so stark werden, dass wir genau diese Position stark in Brüssel und Straßburg vertreten können. Und dafür wäre ich gerne dabei dann im Januar. Dankeschön. Dann jetzt bitte der Herr Kaspereit und danach der Herr Kempe. Ja, hallo ihr Lieben, mein Name ist Paul Kaspereit, dem einen oder anderen bin ich durchaus bekannt, denke ich mal. Kurz zu meiner Person, ich bin 30 Jahre alt, komme von der wunderschönen Insel Usedom, bin seit 2014 Mitglied der Alternative für Deutschland und sehr froh darüber, denn wir sind die einzige Kraft hier in diesem Land noch was zu verändern. Ich bin Mitarbeiter des Abgeordneten Hersel, dort in seinem Wahlkreisbüro tätig. Ich bin engagiert in der Partei im VKK als Beisitzer, sowie bei der Jungen Alternativen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen aussprecht, dass ich eure Interessen bei diesem so wichtigen Parteitag vertreten kann. Gut, ich bedanke mich bei euch. Vielen Dank. Dann bitte jetzt Peter Kempe und danach Jörg Kracht. Ja, mein Name ist Peter Kempe, ich komme aus Kühlungsborn, war 25 Jahre Leiter des Rettungsdienstes in Bützow und Geschäftsführer, habe ein Diplom Sozialbetriebswirt, aber meine Initiative geht dahin, dass wir bei der Europawahl den richtigen oder die richtigen Leute in die Führungsspitzen bringen, die auch unsere Interessen vertreten, so dass wir unseren Kindern, unseren Nachkommen auch sagen können, wir haben alles gemacht, um für das zu kämpfen, was wir auch uns als Ziel gesetzt haben. Dankeschön. Dann jetzt bitte der Kollege Kracht und danach Herr Kroschewski. Ja, guten Tag, mein Name, wie gesagt, Jörg Kracht, ich bin Baujahr 63, komme aus Neubrandenburg, tätig bin ich bei unserer Bundestagsabgeordneten Ulrike Schiegel-Ziesing im Wahlkreisbüro. Für mich wäre es eine große Ehre, euch auf diesem Parteitag vertreten zu können. Dankeschön. Dankeschön. Dann ist es erst der Herr Kröger, wird mir gerade zurecht gesagt, und dann der Herr Kroschewski. Herr Kroschewski, vielleicht einen kleinen Moment warten. Das ist das Problem, wenn man die Schreibweisen nicht kennt und das hier nur vom Hörensagen aufnimmt. Da hat man nicht alle Schreibweisen korrekt, weil es nämlich Herr Kruschewski und nicht Herr Kroschewski ist. Und das ist Herr Kröger, bitte sehr. Genau, da ist er. Mein Name ist Jörg Kröger, bin 63 Jahre alt, ansässig im Kreis Südwestmecklenburg, Mitglied des Landtags, dort Bildungsausschussvorsitzender. Gesagt wurde schon, wir brauchen ein Europa der Vaterländer. Dafür werde ich mich einsetzen, dass wir dafür die richtigen Kandidaten kriegen, die sich für mehr Subsidiarität, wie man es umschreiben könnte, einsetzen bei uns im Parlament. Und ich möchte unserem Land eine starke Stimme geben. Vielen Dank. Das ist schön. Danke. Vielen Dank, Herr Kröger. Jetzt bitte der Herr Kruschewski. Ja, mein Name ist René Kruschewski. Ich bin seit 2016 Mitglied der AfD. Und ich bin gelernter Versicherungskaufmann und ich möchte auch an dieser Wahl teilnehmen und uns vertreten, vor allen Dingen, dass wir wirklich Leute wählen, die an Taten gemessen werden und nicht an irgendwelche Reden, die sie sich schreiben lassen haben. Danke. Dankeschön. Dann bitte Klaus-Peter Last
Und danach dann Dirk Lerche. Klaus-Peter Laster aus dem Kreisverband Greifswald, 70 Jahre alt, seit Dezember 2012 in dem Projekt, aus dem dann das AfD-Projekt sich entwickelte. Mir ist es wichtig, da ich mich schon mit dem Programmentwurf für Außen- und Sicherheitspolitik auseinandergesetzt habe, dass wir deutlichere Akzente setzen, dass wir NATO-kritische Akzente setzen, dass wir Friedenspolitik nach Ost und nach West ausbauen, so der Entwurf, wie er zurzeit ist. Und wenn wir an die Kandidaten der ersten Wahl denken, bin ich zurzeit noch sehr skeptisch und unzufrieden. Vielen Dank. Dann bitte der Gleiche und danach Bert Oberreiner. Ja, mein Name ist Dirk Lerche, falls mich einer noch nicht kennen sollte. Die einzige Lerche in der AfD seit 2013, seit Beginn an und 53 Jahre Mitglied des Landtages und einer der beiden Kreissprecherinnen aus Schwerin und bis jetzt bei jedem Parteitag dabei gewesen. Ihr habt mich ja auch zum Delegierten für die normalen Delegiertenparteitage gewählt und ich bilde mir ein, dass ich so gut vernetzt in der gesamten Bundesrepublik bin, dass ich einschätzen kann, wer unsere Interessen in Mecklenburg-Vorpommern sehr gut in der EU vertreten kann und wer natürlich gegen eine ausufernde EU ist. Ich danke. Vielen Dank. Dann jetzt der Bernd Oberreiner und danach Holger Öst. Ja, Bert Oberreiner, Mitglied des Kreisvorstandes in Schwerin und Mitglied des Landtages, 48 Jahre alt, seit 4 Jahren Mitglied der AfD. Bei der Europawahl kann ich euch eins versichern, Leute, die dieses EU-DSSR-Projekt weiter vorantreiben wollen, bekommen meine Stimme garantiert nicht. Ich bin für ein Zurückschneiden der EU auf die EWG, etwa nach dem Modell der 80er Jahre, also das heißt auf eine Freihandelszone und mehr nicht. Und alles andere kann weg. Danke. Dankeschön. Dann jetzt bitte der Herr Öst und danach Herr Patrias. Ja, mein Name ist Holger Öst, selbstständiger Handwerker, Kreisverband Nordwest-Mecklenburg und ich freue mich auf die Mitarbeit zur Europawahlversammlung. Eigentlich mehr möchte ich nicht sagen. Vielen Dank. Dann bitte Herr Patrias und wer danach kommt, das finde ich bis dahin raus. Schönen guten Tag, liebe Parteifreunde und Parteifreundinnen. Mein Name ist Helfried Patrias, bin gelernter Ingenieur, habe in Magdeburg studiert, bin seit 28 Jahren selbstständig, habe eine Firma in Rostock, bin seit diesem Jahr Mitglied, möchte im Prinzip auch das Europaparlament mit unseren, vor Ort mit den Ergebnissen der Kommunal- bzw. ja, möchte mich mit einbringen. Und das zum guten Erfolg bringen. Mehr dazu da. Dankeschön. Dann habe ich jetzt die Frau Schielke-Ziesing als Nächste herausgefunden und danach ist es der Herr Schnell. Erstmal Herr Schnell. Nein, Herr Schneider hat völlig recht, Herr Schneider. Ja, hallo, meinen Namen habt ihr gehört. Ich bin seit Sommer 2013 Mitglied hier in der AfD. Seit fast einem Jahr vertrete ich unseren Landesverband im Bundestag. Bin dort Mitglied im Haushaltsausschuss und im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Ich bin aber auch Leiterin des Landesfachausschusses für soziale Sicherungssysteme und Mitglied im Bundesfachausschuss. Wir haben am Europaprogramm mitgeschrieben und es ist mir natürlich sehr wichtig, dass ich dann auch auf diesem Parteitag bin, um unsere Vorstellungen dann dort auch durchzusetzen. Danke. Dankeschön. Dann jetzt bitte der Herr Schneider und danach der Herr Schnell. Ja, schönen guten Tag, liebe Parteifreunde. Mein Name ist Jens-Holger Schneider, Baujahr 71, eine Tochter. Ich war am Ende August 3 Tage in Brüssel, habe also relativ frische Eindrücke davon, wie das dort zustatten geht. Welchen Eindruck die Leute dort hinterlassen haben und halte es für dringend geboten,
dass wir alle uns dort mehr engagieren. Und wie von meinen Vorrednern Bert und auch von Thomas de Jesus Fernandes gesagt, dass wir die EU auf das zurückschneiden, was sie ist für uns, damit wir ein Friedensprojekt erhalten können, einen Raum der Freiheit und der Sicherheit. Und dazu gehört natürlich Außengrenzen schließen, solche Sachen. Und ich werde nur Kandidaten da unterstützen und wählen, die auch genau das verfolgen. Ich bin MDL seit Dezember 2017. Bin dort bildungspolitischer Sprecher und habe auch durch die Mitarbeit im Landesfachausschuss 6, also Bildung, Kultur, Medien, Wissenschaft, viele Einblicke gelernt und gesehen, wie wichtig das ist, dass wir uns vor Ort engagieren und da mitmachen. Und bei der Gelegenheit, die Kommunalwahl, dürfen wir auch nicht aus den Augen verlieren. Danke. Dann bitte jetzt Robert Schnell und danach Sören Schütz. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Robert Schnell. Ich bin Landesvorsitzender der Jugendorganisation. Und mein Anliegen ist es und auch das Anliegen des ganzen Vorstandes der JA ist es einfach, diesem linksgrün dominierten Jugendbereich etwas entgegenzusetzen, das, wie ich finde, uns auch gelingt. Kurz zu meiner Person, ich bin 31 Jahre alt, im Gegensatz zu den meisten Grünen und Roten habe ich eine abgeschlossene, erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung und ein Studium, Landwirt und Landwirtschaft studiert. So, bin ehrenamtlich noch tätig in der VKK und Stadtvertreter in Neubrandenburg, also mache praktisch alles ehrenamtlich, bekomme kein Geld weder über ein Mandat oder eine Partei, sondern tue es einfach, weil es mir wichtig ist. Und mir ist es wichtig, an dieser Versammlung teilzunehmen, weil ich verhindern möchte, dass die Leute, die jetzt merken, dass es bei CDU und SPD nicht mehr so viel zu holen gibt, die jetzt austreten, also drei Jahre, nachdem es wichtig ist, austreten, weil sie erkennen, hier bei uns gibt es was zu holen. Und die Leute dürfen auf keinen Fall auf die Liste. Danke. Dankeschön. Zur Vorstellung Herr Schütz jetzt bitte und danach der Herr Seibert. Ja, guten Tag, mein Name ist Sören Schütz, ich bin 45 Jahre alt und aus dem Kreisverband Vorpommern-Greifswald. Ich bin seit 2015 Mitglied der AfD und seit 2016 im Kreisvorstand, aktuell der stellvertretende Kreisvorsitzende. Kurz zu sagen, ich bin selbstständig noch und ich würde euch gerne auf der Wahlveranstaltung vertreten. Danke. Dankeschön. Dann jetzt Herr Seibert bitte und danach der Herr Steinbeck. Ja, liebe Mitglieder und Freunde, mein Name ist Thomas Seibert. Ich bin 56 Jahre alt. Ich bin Leiter des Landesfachausschusses Energie, Infrastruktur, Digitalisierung, Mitglied im Landesfachausschuss Gesundheit und Mitarbeiter von Live Erik Holm. Und mein Anliegen ist das Gleiche, was hier schon öfter genannt wurde, die Zentralisierung der Aufgaben von den einzelnen Ländern in die EU abzugeben, muss abgebrochen werden und möglichst eine Rückführung auf die Zustände in den 80er Jahren. Und da denke ich, dass ich über den Tellerrand blicke und auch für uns alle was erreichen kann, dass die Richtigen gewählt werden. Danke. Vielen Dank. Dann bitte jetzt der Herr Steinbeck und danach die Frau Sunkel. Liebe Parteifreundinnen und Parteifreunde, mein Name ist Philipp Steinbeck. Ich komme aus dem Kreisverband Südwestmecklenburg. Das liegt bei Ludwigslust. Ich bin verheiratet. Ich bin Vater von insgesamt 3 Töchtern. Und da seht ihr schon, dass ich hoch motiviert bin, etwas für unser Land zu tun. Weniger für mich, aber für die nächste Generation. Gerade wenn man Mädchen hat und sieht, was hier passiert im Lande, dann ist es erschreckend. Was Robert Schnell gesagt hat, finde ich sehr gut. Dem möchte ich mich voll anschließen. Wir müssen darauf achten, wen wir im Europaparlament sitzen haben. Ansonsten sehe ich mich als Patrioten und in der Tradition des christlichen Abendlandes stehend. So viel zu Europa. Danke. Dankeschön. Dann jetzt bitte die Frau Sunkel und danach wäre der Herr Valentin an der Reihe. Ja, hallo, mein Name ist Andrea Sunkel, ich bin 33 Jahre alt, aus dem Kreisverband Südwestmecklenburg. Ich bin selbstständig und ja, würde euch gerne auf der Versammlung vertreten. Dankeschön. Dankeschön. Dann jetzt bitte Dr. Jörg Valentin und danach der Herr Wüstenberg. Ja, liebe Mitstreiter, mein Name ist Jörg Valentin, ich bin promovierter Kommunikationsfachmann, habe Englisch und Französisch als Muttersprache im Ausland gelernt und einen verwaltungswissenschaftlichen Magister in Europastudien abgeschlossen. Ich habe seit 2016, in unserer Landtagswahl und 2017 in unserer Bundestagswahl an der Seite unserer jetzigen AfD-Abgeordneten Land auf, Land ab gestritten, unter anderem für die AfD-Abgeordnete Verena Hartmann im Bundestag gearbeitet
und wirke ehrenamtlich im AfD-Kreisverband Vorpommern-Greifswald als Beisitzer mit, sowie in den AfD-Landesfachausschüssen Innere Sicherheit Europa als Vorsitzender. Für die Wahl zum EU-Parlament 2019 stehe ich als qualifizierter AfD-Kandidat zur Verfügung. Es ist Zeit für sozialen Frieden, Zeit für die AfD. Danke. Vielen Dank. Und zu guter Letzt stellt sich vor Thomas Wüstenberg. Ja, hallo, guten Tag alle zusammen. Mein Name ist Thomas Wüstenberg. Ich komme aus Schwerin, in der Nähe von Schwerin. Bin Mitglied im Vorstand des Landesverbands, Kreisverband Südwestmecklenburg. Und ich würde euch gerne vertreten in diesen schweren Zeiten und auch mal aufpassen, was die Jungs da draußen alle so machen. Danke. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der Vorstellung angekommen. Oder habe ich jemanden vergessen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann sind wir gerade hier vorne dabei, die Wahlzettel vorzubereiten. Das dauert noch einen kleinen Moment. Ich nutze diese Zeit und erkläre Ihnen gerne noch mal ganz kurz das Wahlverfahren für alle, die das nicht mehr ganz präsent haben. Wir führen jetzt durch das Akzeptanzwahlverfahren. Sie werden gleich ausgeteilt bekommen einen etwas längeren Wahlzettel. Da stehen alle Namen in alphabetischer Reihenfolge drauf, so wie Sie gerade auch die Vorstellungen gehört haben. Und Sie können bei jedem Namen oder hinter jedem Namen können Sie ein Kreuz machen. Also in jeder Zeile können Sie ein Kreuz machen und jeden Kandidaten individuell beurteilen. Und zwar können Sie dort ankreuzen, entweder ja, wenn Sie den Kandidaten Ihre Stimme geben möchten, nein, wenn Sie gegen diesen Kandidaten votieren oder aber Sie enthalten sich für den Kandidaten. Gewählt ist letztlich nur derjenige Kandidat, der mehr Ja-Stimmen als Nein-Stimmen erhält. Das führt also dann dazu, dass er erstmal auf diese Delegiertenliste insgesamt kommt. Die Frage, in welcher Reihenfolge die da draufstehen, das ergibt sich nur anhand der Anzahl der Ja-Stimmen unter denjenigen, die gewählt sind. Das führt also dazu, dass Personen durchaus auch weiter oben auf der Liste stehen, wenn sie zwar sehr, sehr viele Ja-Stimmen, aber auch viele Nein-Stimmen haben. Ja, also jemand mit, ich sag mal, 45 Ja-Stimmen und 43 Nein-Stimmen wird deutlich vor dem stehen, der 38 Ja-Stimmen und überhaupt keine Nein-Stimme hat, weil er eben mehr Zustimmung erfahren hat in Form der Ja-Stimmen. Was Sie allerdings damit auch berücksichtigen müssen, ist die Funktionsweise der Nein-Stimme. Damit verhindern Sie aktiv einen Kandidaten. Nämlich, wenn der Kandidat mehr Nein-Stimmen erhält als Ja-Stimmen, dann ist er gar nicht erst auf der Liste drauf. Dann ist er nicht etwa weiter unten auf der Liste, sondern er kommt überhaupt nicht rauf, wenn er mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen hat. Das bitte ich nur zu berücksichtigen. Wenn man also einen Kandidaten zum Beispiel sagt, ja, von mir aus kann er auf die Liste, aber ich möchte ihn nicht weiter nach oben befördern, dann könnte man zum Beispiel auch eine Enthaltung wählen. Damit verhindert man ihn nicht aktiv, aber man sorgt auch nicht durch eine etwaige Ja-Stimme dafür, dass er in der Reihenfolge auf der Liste weiter nach oben kommt. So viel nur, damit das Wahlverfahren und auch die Funktionsweise der einzelnen Stimmen verstanden worden ist. Gibt es hierzu Fragen zu diesem Wahlverfahren? Gut, der Zettel ist jetzt gerade fertiggestellt und wird dann jetzt gedruckt. Gibt es Fragen dazu? Also Sie erhalten gleich eine große Tabelle. Ja, und da können Sie dann hinter jedem Namen Ja oder Nein oder Enthaltung ankreuzen. Natürlich immer nur ein Kreuz pro Zeile, aber Sie dürfen in jeder Zeile ein Kreuz machen. Gibt es Fragen dazu? Das sehe ich, ist nicht mehr der Fall. Dann, bevor jetzt wieder alle rauslaufen, wir werden es gleich so machen, da Sie ja den Zettel bekommen müssen, werden wir die Türen gleich schließen. Ich bitte Sie dann alle ganz diszipliniert auf Ihren Plätzen sitzen zu bleiben. Dann wird die Wahlkommission Ihnen einen Wahlzettel austeilen. Danach gehen wir dann nochmal an die Türen und geben letzten Nachzüglern, die noch rein wollen, auch noch die Chance, beim Eintreten hier einen Wahlzettel zu erhalten. Danach schließen wir die Türen für die Dauer des Wahlgangs, nur falls Sie jetzt noch weiter weglaufen wollen. Dann kommt also tatsächlich nachher niemand mehr rein. Der Wahlgang selbst ist eine geheime Wahl. Das ist auch nicht eine Empfehlung, sondern das wird geheim gewählt. Punkt. Wenn Sie also auf Ihrem Platz diese Stimmen nicht unbeobachtet abgeben können, dann haben wir für diesen Fall eine schöne Wahlkabine aufgestellt, die Sie auch gern bitte benutzen mögen. Die finden Sie dort hinten im Saal aufgestellt. Die können und sollen Sie bitte gern benutzen, wenn eine unbeobachtete Stimmabgabe auf Ihrem Platz nicht möglich ist. Die Zeit nehmen wir uns und die Zeit haben wir auch.
Sie werden dann die Mitglieder der Wahlkommission hier im Raum finden, die sich an den Urnen bereithalten. Dort bitte dann einfach gefaltet, nicht fünfmal, sondern einmal gefaltet, den Wahlzettel einwerfen. Und wenn dann alle eingeworfen haben, dann ist später dann der Wahlgang geschlossen und die Auszählung beginnt. Die Auszählung, da weise ich auch darauf hin, sie ist versammlungsöffentlich. Das heißt, Sie dürfen bei der Auszählung zugucken. Gucken heißt aber auch wirklich nur sehen, nichts anfassen und vor allem auch nicht stören. Das ist ganz wichtig, denn dieses Wahlverfahren erfordert beim Auszählen eine gewisse Konzentration, sodass hier dann dort auch entsprechend Ruhe ist. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, könnte es auch durchaus sein, dass wir dann während der Auszählungspause noch vielleicht den Tätigkeitsbericht des Landesvorstands hören und dann ohnehin in die Mittagspause wechseln werden. Herr Professor Weber. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir einen neuen Vorsitzenden der Zählkommission brauchen, weil der Kollege Grimm ja selbst Kandidat ist, nur dass das nicht vergessen wird. Dankeschön, das hatte ich auf dem Zettel, aber vielen Dank nochmal für den Hinweis. Wir haben tatsächlich einige aus der Zählkommission auf dem Zettel jetzt der Kandidaten, nämlich das ist der Wahlleiter Christoph Grimm, der jetzt zur Wahl steht, und es ist auch bei den bei den Mitgliedern der Zählkommission, bei den Stimmzählern, ist es der Robert Schnell. Der Herr Kaspereit steht auch auf dem Zettel und der Rest allerdings nicht. Das heißt, wir hätten aktuell nur noch drei Stimmzähler und zwei Stimmzähler müssten dann für diesen Wahlgang, weil sie selbst zur Wahl stehen, das Amt ruhen lassen und der Wahlleiter auch. Deswegen wäre es sehr, sehr hilfreich, wenn wir unsere Zählkommission dann jetzt für diese Wahl noch weiter ergänzen könnten. Und bitte Sie insoweit für Vorschläge jetzt einen stellvertretenden Wahlleiter zu wählen für den Herrn Grimm und dann vielleicht noch zwei, drei Zähler. Drei wären sicherlich ganz sinnvoll. Herr Professor Weber möchte dazu Vorschläge machen. Dann ist als stellvertretender Wahlleiter jetzt der Herr Reuken vorgeschlagen. Herr Reuken, stehen Sie dafür bereit? Steht zur Verfügung. Vielen Dank. Gibt es da weitere Vorschläge, Herr Krüger? Ja, ich würde gerne Herrn Klaus Engelmann vorschlagen. Auch als Wahlleiter oder Zähler? Als Zähler. Als Zähler, Herr Klaus Engelmann. Herr Engelmann, stehen Sie dafür bereit? Nein. Bitte sehr. Ich möchte Herrn Südo vorschlagen. Herr Südo als Stimmzähler, ja? Herr Südo ist als Stimmzähler vorgeschlagen. Herr Südo, stehen Sie bereit? Ja. Steht zur Verfügung, vielen Dank. Herr Grimm. Ich möchte Angelo Tevis als Zähler vorschlagen. Angelo Tevis als Zähler. Herr Tevis, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Gibt es noch einen Freiwilligen für einen Zähler? Ja, dann hätten wir sechs. Das ist eine gerade Anzahl ist bei der Akzeptanzwahl sehr sinnvoll. Petra Ludwig. Frau Peter. Rita. Frau Rita Ludwig. Stehen Sie zur Verfügung, Frau Ludwig? Ja, habe ich vernommen. Gibt es noch weitere Vorschläge? Sehe ich nicht. Dann würde ich Ihnen vorschlagen, in offener Abstimmung und im Block den Herrn Stefan Reuken zum stellvertretenden Wahlleiter zu wählen und als weitere Mitglieder der Zählkommission den Herrn Südo, den Herrn Tevis und die Frau Ludwig. Erhebt sich dagegen Widerspruch zunächst gegen offene Wahl und Wahl im Block? Kein Widerspruch. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung. Wer dafür ist, die eben genannten in diese Funktion zu wählen? Blaue Stimmkarte bitte. Vielen Dank. Wer ist gegen diese Kandidaten? Einer. Zwei. Dankeschön. Wer enthält sich? Danke, stelle ich fest, sind die mit großer Mehrheit gewählt. Ich frage Herrn Reuken, nehmen Sie diese Wahl an? Herr Reuken nimmt an, dankeschön. Herr Südo nimmt die Wahl auch an. Herr Tevis nimmt auch an. Und Frau Ludwig, nehmen Sie die Wahl an? Nimmt auch die Wahl an, vielen Dank. Dann finden Sie sich bitte unter der Leitung von jetzt Herrn Reuken, die Zählkommission hier vorne bitte vielleicht schon mal zusammen und bespricht sich gleich, wie sie das mit der Verteilung der Wahlzettel durchführen möchte. Diese befinden sich nämlich gerade im Druck. Die Wahlkommission wird Ihnen gleich einen Stimmzettel am Platz austeilen. Ich bitte Sie, haben Sie so viel
Disziplin und bleiben Sie während des Verteilungsvorgangs sitzen. Sie haben danach ausreichend Gelegenheit, Ihre Stimmen unbeobachtet abzugeben. Aber warten Sie bitte, bis alle Wahlzettel verteilt sind, damit wir sicherstellen, dass jeder einen Stimmzettel bekommt, aber auch jeder wirklich nur einen Stimmzettel bekommt. Deswegen haben Sie Disziplin, laufen Sie nicht im Saal umher, außer die Mitglieder der Wahlkommission, die die Stimmzettel verteilen werden. Ich hatte auch gesagt, wir schließen dann jetzt gleich die Türen und werden dann noch die Nachzügler einmal reinlassen. Danach kommen wir dann zum Wahlgang und während des Wahlganges dürfen dann nur noch Mitglieder den Saal verlassen, aber keiner darf mehr rein, bis wir den Wahlgang letztlich abgeschlossen haben, damit wir hier sicherstellen können, dass jeder wirklich nur eine einzige Stimme abgibt. Sie könnten sich dann danach, zum Beispiel, wenn Sie Ihren Wahlzettel dann abgegeben haben, langsam aber sicher Richtung Essen aufmachen, denn wir werden vor dem Essen dann nicht mehr mit weiteren Tagesordnungspunkten fortfahren können. Das schaffen wir rein zeitlich dann nicht mehr. Denn ab 13 Uhr soll es Essen geben, so ist die Planung. So, jetzt bitte ich dann die Sicherheit, beide Türen zunächst zu schließen und bis auf Weiteres dann geschlossen zu halten. Alle setzen sich bitte hin und bleiben während der Verteilung der Zettel auch sitzen. Und ich bitte dann jetzt die Mitglieder der Wahlkommission, die Stimmzettel zu verteilen. Und alle Mitglieder halten dann bitte ihr blaues Bändchen hin, damit die Wahlkommission kontrollieren kann, dass sie auch stimmberechtigt sind. So, es geht los. Stimmzettel werden verteilt. Wir haben es nach meiner Uhr mittlerweile 14.16 Uhr. Das heißt, mit leichter Verspätung setzen wir den Parteitag fort für das Protokoll. Ich stelle fest, dass die Auszählung nach wie vor läuft und wir daher uns derzeit dann erstmal mit anderen Dingen beschäftigen können. Ich lasse deshalb jetzt den Tagesordnungspunkt 5d explizit geöffnet und rufe gleichzeitig auf Tagesordnungspunkt 6, Tätigkeitsbericht des Landesvorstandes. Und hierzu bitte ich, zunächst Ruhe einkehren zu lassen und dann ein Mitglied des Landesvorstandes hier vorn den Tätigkeitsbericht zu referieren. Und das macht scheinbar der Herr Augustin. So, vielen Dank. Bitte um Ruhe im Saal. Das Wort liegt bei Herrn Augustin für den Tätigkeitsbericht. Bitte schön. Ja, liebe Freunde, auch wenn heute eigentlich kein offizieller Rechenschaftsbericht des amtierenden Landesvorstands ansteht, weil wir erst im nächsten Jahr wieder Wahlen haben, so war es uns doch wichtig, dass wir heute mal einen Zwischenbericht unserer Tätigkeit abgeben, sowohl der Arbeiten, die wir schon hinter uns gebracht haben, als auch die Projekte, die wir angeschoben haben oder die wir noch in der Pipeline haben. Das wollen wir heute mal kurz vorstellen, damit ihr auf dem aktuellen Stand seid. Wir haben ja in den letzten Monaten jeweils einmal im Quartal die Mitgliederinformation rumgeschickt. Das wollen wir auch weiterhin beibehalten. Das heißt, dass wir alle 3 Monate die Mitglieder über die Arbeit des Landesvorstands informieren. Der jetzige Landesvorstand ist nicht ganz ein Jahr im Amt und ich muss sagen, wir haben schon viele Dinge auf den Weg gebracht. Wir haben eine ausgesprochen konstruktive und professionelle Zusammenarbeit entwickelt und ich bin überzeugt davon, dass der jetzige Landesvorstand den Landesverband bis zum Ende der Amtszeit nächstes Jahr noch deutlich voranbringen wird. Leif hat das vorhin schon angeführt, die Mitgliederentwicklung ist außerordentlich positiv. Ich darf das vielleicht noch aktualisieren. Wir hatten also zu Beginn unserer Amtszeit 654 Mitglieder und Förderer. Stand 30.08. sind 753 Mitglieder und Förderer und 85 offene Anträge. Das heißt, wir kratzen gerade an der 800er-Marke. Und wir haben als Landesvorstand uns das Ziel gesetzt, die 1000er-Marke vielleicht noch in diesem Jahr zu brechen. Ein Lob mal an den Kreisverband Rostock, der mit 182 Mitgliedern der stärkste Landesverband, der stärkste Kreisverband im Land ist. Wir haben uns entschlossen, um die Tausendermarke zu brechen, eine professionell aufgesetzte Mitgliederwerbekampagne zu fahren. Die wird
derzeit abschließend bearbeitet. Wir können gleich mal ein paar Zwischenstände präsentieren. Diese Kampagne wird in den sozialen Netzwerken gefahren und wir haben dazu sowohl Videospots in Arbeit als auch Werbegrafiken, die über Facebook verbreitet werden und wo wir gezielt Interessenten, mögliche Mitglieder kontaktieren werden. Vielleicht machen wir einmal kurz mal so Werbegrafiken mal aufrufen. Das Ganze läuft unter dem Motto: Mecklenburg-Vorpommern braucht dich. Wir nehmen also Bezug auf die unterschiedlichen Regionen in unserem Land. Dann haben wir mal einen Werbespot dabei, den können wir mal abfahren. Kein Ton? Wieso haben wir keinen Ton? Können wir da nicht Mikro ranhalten, genau. Zum ersten Mal einen AfD-Stammtisch besucht. Ich kannte dort noch niemanden. Aber die Menschen waren sympathisch und hochmotiviert. Sie alle wollten etwas verändern. Zu diesem Zeitpunkt standen in unserer Stadt Wahlen an. Wir waren nur eine Handvoll Leute, hatten keine Erfahrung in der Politik und kaum Geld, um einen professionellen Wahlkampf zu führen. Wir erstellten ein Wahlprogramm, verteilten Flugblätter und organisierten Infostände. Und das alles mit den geringen Mitteln, die uns zur Verfügung standen. Keiner wusste, ob wir Erfolg haben würden. Heute sitzen wir im Rathaus und gestalten unsere Stadtpolitik aktiv mit. Noch sind wir in der Opposition, aber wir können schon jetzt sagen, die AfD wirkt. Je mehr wir sind, desto weniger kann gegen den Willen der Bürger regiert werden. Mach auch du mit. Mecklenburg-Vorpommern braucht dich. Das ist also der eine Spot, der gezielt... Gut, also dieser Werbespot soll gezielt Leute ansprechen, die sich für die Kommunalwahlen mit zur Verfügung stellen, die sich bereit erklären, aktiv zu werden. Wir werden noch einen weiteren Werbespot haben, der diese Grundmotivation, die wir alle ja irgendwo haben, für unsere Kinder, für unsere Familien etwas zu tun, thematisiert. Dann werden wir die Mitgliederaufnahme versuchen deutlich zu straffen. Wir wissen alle, das ist in den letzten Monaten doch auch immer wieder holprig gelaufen. Vielleicht mal den Mitgliedsantrag. Es wird also so sein, dass die Mitgliedsaufnahme, die Kontaktaufnahme über die Internetseite deutlich schneller abgewickelt wird, sodass die Anträge, da können wir einmal die erste und die zweite Seite, auf der zweiten Seite ist dann der Antrag. Das ist es zum Ausdrucken, wo also gleich ein bisschen was Motivierendes mit drauf ist. Über die Internetseite wird also eine deutlich zügigere Kontaktaufnahme möglich sein, die dann direkt in der Landesgeschäftsstelle aufläuft und von dort an die Kreisgeschäftsstellen verteilt wird, sodass wir das Ziel ausgegeben haben, die Interessenten sollen also spätestens innerhalb einer Woche von uns gehört haben und eine Rückmeldung haben. Das hat in der Vergangenheit leider immer wieder zu lang gedauert und deswegen haben wir auch noch so viele offene Anträge, sonst hätten wir die 800er-Marke schon durchbrochen. Das zur Mitgliederwerbekampagne. Wie gesagt, das wird im Laufe des Monats jetzt komplett fertig werden und dann werden wir damit an den Start gehen und hoffentlich in den nächsten 2, 3, 4 Monaten nochmal einen deutlichen Schub an Mitgliedern gewinnen. Trotzdem bleiben alle Gliederungen aufgerufen, selber Mitglieder zu werben, aktiv Leute anzusprechen, die sich für eine Mitarbeit, für eine Mitgliedschaft in der AfD begeistern können. Ein weiterer wichtiger Punkt, auch den hatte Leif vorhin angesprochen, Kommunalwahlen nächstes Jahr. An der Stelle einmal einen großen Dank an den Verein konservativer Kommunalpolitiker. Hagen Brauer, unser Landesvorstandsmitglied, ist dort aktiv, aber auch Steffen Beckmann, alle Beteiligten, die in den letzten Monaten viele, viele Veranstaltungen durchgeführt haben, um unsere kommenden Mandatsträger in den Kommunalparlamenten professionell auszubilden. Vielen, vielen Dank dafür.
Ich möchte euch aber auch trotzdem weiterhin motivieren, diejenigen, die noch nicht an den Veranstaltungen teilgenommen haben, das zu machen. Das ist wichtig. Wir brauchen gut ausgebildete Leute in den Kommunalparlamenten. Da gibt es viel zu lernen. Da haben wir natürlich als Neulinge in den Parlamenten viel nachzuholen und vorzubereiten. Insofern nutzt die Angebote des VKK. Dort werden verschiedene kommunalpolitische Schulungen angeboten, aber auch Rhetorikschulungen. Das ist wirklich wichtig, großartig, dass die einzelnen Parteifreunde das so fleißig machen. Wir haben außerdem ausgegeben für die Kommunalwahlen, wir wollen eine Art Wahlprogramm, also die kommunalpolitischen Leitlinien erarbeiten. Das soll durch die Landesfachausschüsse erfolgen. Das ist angelaufen. Ich möchte aber an der Stelle doch mal leise Kritik an der Mitarbeit äußern. Das kann deutlich besser werden, da kann deutlich schneller reagiert werden. Das läuft noch sehr schleppend an. Also ich fordere euch auf, diejenigen, die sich in den LFAs gemeldet haben zur Mitarbeit, das auch ernst zu nehmen. Wir brauchen diese Mitarbeit, wir brauchen die Landesfachausschüsse für die Parteiprogrammatik und das kann, wie gesagt, deutlich verbessert werden. Wir werden dann im Januar einen Landesparteitag organisieren, auf dem diese kommunalpolitischen Leitlinien beschlossen werden. Das soll für uns der Auftakt für die Kommunalwahlen sein. Das soll der Startschuss sein. Bis dahin müssen wir uns aufgestellt haben. Auch hier noch einmal, wir müssen uns auch personell aufstellen. Das heißt, meldet euch für die Mitarbeit. Wir brauchen ganz, ganz viele Mandatsträger. Wir werden ganz, ganz viele Sitze in den Kommunalvertretungen bekommen. Die müssen wir dringend füllen. Das wäre peinlich, wenn wir mehr Stimmen bekommen, als wir Sitze füllen können. Das Thema Europawahl hatten wir gerade. Die Delegiertenwahlen sind durch. Insofern brauche ich da gar nichts mehr zu sagen. Die Wahlveranstaltung wird jetzt im November sein. Ich hoffe, unsere Delegierten, die wir gleich erfahren, wer es geworden ist, werden die richtigen Kandidaten dort unterstützen. Auch wenn das für uns ein bisschen weiter weg ist von unserer Landespolitik, aber es ist einfach wichtig, dass wir dort, auch wenn es Kandidaten aus anderen Landesverbänden sind, diejenigen unterstützen, die unsere Ziele mit unterstützen. Dann das Thema Finanzen. Gunter Jess wird nachher noch etwas zur finanziellen Lage unseres Landesverbandes sagen. Ich möchte aber Gunter Jess ausdrücklich danken für sein großes Engagement bei der doch sehr, sehr mühseligen Arbeit, außerdem für die Einführung des neuen Buchhaltungsprogramms. Gunter, großartige Arbeit. Dankeschön dafür. Außerdem noch kurz die Erwähnung, unser Landesverband, unsere Delegierten haben sich auf dem Bundesparteitag in Augsburg stark gemacht dafür, dass die Finanzverteilung geändert wird, in der Hoffnung, dass dann ab nächstem Jahr die finanzielle Ausstattung unseres Landesverbandes etwas besser sein wird. Wie viel das sein wird, werden wir sehen. Wir brauchen aber nach wie vor Spenden. Unser Spendenaufkommen ist noch zu gering, da haben wir deutlich Luft nach oben. Insofern auch nochmal die Aufforderung, selber zu spenden, Spender zu werben. Das ist noch viel wichtiger. Wir brauchen einfach mehr Spender, die unsere politische Arbeit unterstützen. Die politische Arbeit des Landesverbandes wird sich in der nächsten Zeit deutlich erhöhen. Wir haben im ersten Schritt die Landeszeitschrift entworfen und die erste Ausgabe liegt vor. Ihr habt es vielleicht gesehen, am Eingang lagen Exemplare. Ihr könnt gerne welche davon schon mal mitnehmen. Wir werden diese Auflage jetzt in einer Stückzahl von 60.000 drucken lassen und an die Kreisverbände geben zur Verteilung. Ziel ist, diese Auflage zu wiederholen, neue Auflagen rauszugeben. Das hängt aber davon ab, wie ihr das in den Kreisverbänden verteilt bekommt. Es können auch Nachbestellungen von dieser Auflage in Auftrag gegeben werden. Und es ist möglich, für kommende Ausgaben auch redaktionelle Beiträge aus den Kreisverbänden zu bringen. Das heißt, wenn ihr Interesse da habt, Beiträge aus den Kreisverbänden beizusteuern, seid ihr herzlich aufgefordert, das zu machen, das an den Landesvorstand zu geben und dann werden wir das entsprechend mit aufnehmen. Wie gesagt, weitere Ausgaben der Zeitschrift sollen folgen, wenn wir die erste Auflage verteilt bekommen. Darüber hinaus haben wir
das Wahlkampfteam für die Kommunalwahl gebildet, bestehend aus Mitgliedern des Landesvorstandes und den Wahlkampfkoordinatoren aus den Kreisverbänden. Dieses Wahlkampfteam soll die Kommunalwahl und die Europawahl nächstes Jahr führen, aber es ist vorgesehen, dass wir das so konzipieren, dass wir mittels dieses Wahlkampfteams feste Kampagnenstrukturen bilden, sodass wir nicht nur nächstes Jahr die Kommunalwahlen und die Europawahlen erfolgreich bestehen können, sondern wir wollen wirklich feste Wahlkampfstrukturen bilden, die wir bis 2021 so weit professionalisieren, dass wir da eine schlagfestige Wahlkampftruppe haben und wirkliche Strukturen, auf die wir immer wieder zurückgreifen können. Denn wir wollen auch bis zur Wahl und bis zu den Wahlen 2021 deutlich mehr politische Kampagnen zur Positionierung der AfD in der Öffentlichkeit fahren. Da werden wir diverse Kampagnen zu verschiedenen Themen entwickeln. Das wollen wir auch mit der Fraktion zusammenarbeiten. Die Planungen laufen in den nächsten Monaten und wie gesagt, die Durchführung soll bis 2021 in immer kürzeren Abständen vonstatten gehen. Ziel ist, dass wir A, viel stärker in der Öffentlichkeit präsent sind und außerdem wollen wir 2021 in unserem Bundesland stärkste Kraft werden. Auch wenn wir jetzt schon im Osten insgesamt stärkste Kraft nach aktuellen Umfragen sind. Aber das ist nur sozusagen eine Momentaufnahme. Die Stimmen werden 2021 gezählt. Und bis dahin wollen wir die Altparteien vor uns hertreiben. Und das werden wir mit verschiedenen politischen Kampagnen machen. Dazu werden wir zum Beispiel als erstes am 22. Oktober die erste Veranstaltung des Landesvorstands mit Fraktionsvorstand und Kreisvorständen sowie Vertretern des Landesfachausschusses für die sozialpolitische Debatte veranstalten. Wie ihr wisst, hat der Bundesparteitag in Augsburg beschlossen, nächstes Jahr einen Bundesparteitag nur für die sozialpolitische Debatte durchzuführen. Auch wenn wir uns aus Mecklenburg-Vorpommern möglicherweise kein eigenes Rentenkonzept erarbeiten werden, aber wir wollen uns zumindest positionieren, wir wollen uns in diese Thematik einarbeiten. Dafür dient dieses erste Treffen. Wir wollen in unserem Landesverband eine Debatte über die Sozialpolitik, über unsere Positionierung. Wie ihr wisst, gibt es verschiedene Konzepte, viele verschiedene Ansätze in der AfD. Und aus meiner Sicht ist das ganz wichtig, dass wir uns hier deutlich positionieren, weil das Auswirkungen auf Erfolg oder Misserfolg unserer Partei in unserem Bundesland haben wird. Ergänzend dazu werden wir verschiedene Projekte durchführen, die zum einen neue, auch visuelle Maßstäbe in unserem Öffentlichkeitsauftritt setzen werden. Wir wollen also öffentliche Veranstaltungen, sowohl Kundgebungen, Demonstrationen mit einheitlich äußerem Auftritt, mit durchorganisiertem, ich sag mal, Corporate Identity auftreten, sodass man wirklich professionell und nicht mehr so viel mit selbstgekrickelten Schildchen auftritt, sondern das soll einfach professionell aussehen. Wir werden dafür den YouTube-Kanal aktivieren, wir werden verschiedene Kampagnen in den sozialen Netzwerken verfahren, wir werden auch für die Mitglieder Kampagnenschulungen anbilden, sodass wir Leute in unserem Landesverband ausbilden, professionelle politische Kampagnen zu fahren. Außerdem haben wir vor, das hatte ich schon angekündigt, eine intensive Strategiedebatte in unserem Landesverband zu führen. Auch hier die Zusammenarbeit Landesvorstand, Fraktionsvorstand und Kreisvorstände. Wir wollen einfach unsere mittel- und langfristigen Ziele definieren. Wir wollen wissen, wo wollen wir hin, was wollen wir eigentlich erreichen, wann wollen wir das erreichen und wie wollen wir das erreichen. Und dazu müssen wir uns klar werden, welche Strategie wir fahren und wie wir den politischen Kampf wirklich strategisch führen. Denn das Ziel ist ganz klar. Wir wollen 2021 stärkste Partei in diesem Land werden und wir wollen die Option haben, Regierungsverantwortung zu übernehmen. Vielen Dank an Dennis Augustin. Gibt es Fragen zum Tätigkeitsbericht des Landesvorstands? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann schließen wir damit auch den Tagesordnungspunkt 6, Tätigkeitsbericht, und kehren zurück zum Tagesordnungspunkt 5d, Vorstellung der Wahl
Vorstellung und Wahl der Delegierten sowie der Ersatzdelegierten. Hier warten wir noch auf das Ergebnis, sodass wir schon mal aufrufen können, den Tagesordnungspunkt 7, Nachwahl eines Beisitzers im Landesvorstand und so dort 7a, Abstimmung über das Wahlverfahren und die Vorstellungsmodalitäten. Soweit ich das richtig sehe und informiert bin, wählen wir einen Beisitzer nach. Vorstand nickt. Das heißt, es geht um die Position eines Beisitzers. Das Präsidium würde Ihnen daher praktikabel vorschlagen, das Einzelwahlverfahren durchzuführen. Gibt es dazu andere Auffassungen? Scheint nicht der Fall. Dann stimmen wir das doch mal ab. Wer ist dafür, für die Nachwahl des Beisitzers das Einzelwahlverfahren durchzuführen? Wachen alle wieder auf. Dankeschön. Wer ist dagegen? Niemand. Enthaltungen? Bei wenigen Enthaltungen im Übrigen einstimmig Einzelwahlverfahren beschlossen. Dann kommen wir zu den Vorstellungsmodalitäten. Hier zunächst die Vorstellungszeit. Das Präsidium schlägt Ihnen vor eine Redezeit von 3 Minuten. Für die Vorstellung zum Beisitzer gibt es da andere Vorschläge. 5 Minuten ist vorgeschlagen. Gibt es weitere Vorschläge? Unbegrenzt. Das ist nur zur Information, das wäre der Normalfall, wenn wir keine Begrenzung beschließen, dann sind wir automatisch beim unbegrenzten Modus. Gibt es andere Vorschläge? Für die Begrenzung haben wir jetzt 3, 5 und jetzt werden 7 vorgeschlagen. 7 Minuten. Weitere Vorschläge? Sehe ich nicht. Dann wäre die stärkste Einschränkung der Vorschlag von 3 Minuten. Wer ist dafür, die Redezeit auf nur 3 Minuten zu begrenzen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Nochmal bitte, Dankeschön. Nochmal die Fürstimmen. Wer ist dafür, nur 3 Minuten zu gewähren? Dankeschön. Wer ist dagegen? Schwer zu sagen, da hat er sehr gut beobachtet, der Kollege Kühnel. Vielen Dank, das müssen wir tatsächlich auszählen. Jetzt ist meine Zählkommission noch nicht wieder da, aber ich kann Stimmzähler berufen und das mache ich auch. Ich habe nämlich noch eine Restzählkommission, die draußen nicht mitzählen darf. Das wäre Christoph Grimm, der darf hier jetzt schon mitzählen. Und dann hatte ich noch 2 weitere Stimmzähler, die jetzt im letzten Wahlgang beteiligt waren. Der Robert Schnell steht schon auf und das waren noch ein Kollege, da sind ja noch einige da, ganz hervorragend. Das ist ja wunderbar. Die Einsatzbereitschaft ist immer hervorragend. Gut, dann nochmal jetzt die Abstimmung. Wer ist dafür, für die Vorstellung zum Beisitzer nur eine Redezeit von 3 Minuten zu gewähren? Bitte deutlich melden und oben lassen die Karten. Folgendes Ergebnis habe ich zu verkünden. Mit Ja haben gestimmt 66 Mitglieder, mit Nein haben gestimmt 63 Mitglieder bei 4 Enthaltungen. Vielen Dank. Dann stelle ich fest, ist die Begrenzung auf 3 Minuten mehrheitlich beschlossen. Wir haben damit uns schon mal auf eine Redezeitbegrenzung verständigt. Wir kommen jetzt zur Anzahl möglicher Fragen und hierfür bitte ich um Vorschläge. 5 Fragen sind vorgeschlagen worden. Gibt es andere Vorschläge, bitte? 3 Fragen. Weitere Vorschläge? Bitte sehr. 2 Fragen. Und 7 Fragen sind vorgeschlagen. Ganz hinten. Unbegrenzte Fragen. Gibt es weitere Vorschläge? Die kann ich nicht mehr erkennen. Dann ist hier tatsächlich die
zwei Fragen, das, was am stärksten das Fragerecht beschränkt. Wer ist dafür, ausschließlich zwei Fragen zuzulassen und nicht mehr, sondern nur zwei? Wer ist gegen diesen Vorschlag? Das ist Mehrheit. Dann kommen wir zur Variante 3. Wer ist dafür, drei Fragen zuzulassen, aber nicht mehr? Dankeschön. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Das ist immer noch ersichtlich Mehrheit dagegen. Wer ist dafür, fünf Fragen zuzulassen? Dankeschön. Wer ist dagegen? Dankeschön. Das war eine deutliche Mehrheit dafür. Das heißt, es werden fünf Fragen zugelassen. Meine Damen und Herren, bei Fragen bietet es sich an, auch Frage- und Antwortzeit zu beschränken, um das Ganze nicht völlig ausufern zu lassen. Das Präsidium schlägt Ihnen hier vor, eine Fragezeit von 30 Sekunden und für die Antwort eine Minute. Gibt es da andere Vorschläge? Bitte schön. Antwort 2 Minuten. Frage 30 Sekunden, ja? Okay. Andere Vorschläge? Bitte. Also, und für die Frage bleibt die halbe, ja? Okay, 3 Minuten Antwort ist auch vorgeschlagen. Andere Vorschläge sehe ich jetzt nicht. Das heißt, alle Vorschläge sagen 30 Sekunden Zeit für die Fragestellung und dann haben wir 1, 2 und 3 Minuten Zeit für die Antwort. Stärkste Begrenzung wäre Antwortzeit 1 Minute und Fragezeit 30 Sekunden. Wer ist für diesen Vorschlag? 1 Minute Antwortzeit für eine Frage. Dankeschön. Wer ist gegen diesen Vorschlag? Das ist Mehrheit. Abgelehnt. Dann haben wir 30 Sekunden Fragezeit, 2 Minuten Zeit für die Antwort. Wer ist für diesen Vorschlag? Dankeschön. Wer ist dagegen? Danke. Das war Mehrheit dafür. Das heißt, diese Variante ist beschlossen. Dann weise ich noch darauf hin, bei Wahlen für ein Vorstandsamt haben die Bewerber vor der Wahl gegenüber der Versammlung zu erklären, in welchen politischen Parteien sie bereits Mitglied waren und ob ein aktuelles polizeiliches Führungszeugnis Eintragungen enthielte. Das Ganze steht in § 3 Absatz 2 Ihrer Wahlordnung. Hier könnte man noch weitere Pflichterklärungen bzw. Pflichtfragen einbauen an die Kandidaten. Besteht hierzu Bedarf? Kann ich nicht erkennen. Gibt es weitere Vorschläge zum Wahlprozedere? Wir würden Ihnen vorschlagen, dann jetzt die Kandidatenvorstellung in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge zu machen. Vorhin hatten wir alphabetisch, dann machen wir jetzt umgekehrt. Gibt es dazu andere Vorschläge? Sehe ich nicht. Dann machen wir hier umgekehrt alphabetische Reihenfolge. Darüber stimmen wir natürlich ab. Wie bitte? Das Mikro wäre für die normale Reihenfolge. Für normale Reihenfolge. Gut. Dann stimmen wir das natürlich ab. Wer ist dafür, in normal alphabetischer Reihenfolge die Vorschläge durchzuführen, die Vorstellungsreden? Dankeschön. Wer ist gegen die normal alphabetische Reihenfolge? Danke, dann stellen wir fest, Normalität setzt sich durch. Gibt es weitere Vorschläge zum Wahlverfahren? Das kann ich jetzt nicht. Doch, da ist er. Mit dem Mikro. Ich schlage vor, falls mehr als 5 Fragesteller sich zu Wort melden sollten, dass das Los entscheidet. Sehr schön. Fragerecht wird im Zweifel ausgelost. Gibt es da andere Vorschläge? Sehe ich nicht. Dann stimmen wir auch das ab. Wer ist dafür, Fragen im Zweifel auszulosen, das Fragerecht? Danke. Wer ist dagegen? Dankeschön. Dann ist das mit großer Mehrheit beschlossen. Guter Punkt. Weitere Fragen zum Wahlverfahren? Kann ich nicht erkennen. Dann kommen wir jetzt, nachdem ich den Punkt 7a hiermit schließe, zum Tagesordnungspunkt 7b, Vorstellung der Kandidaten. Hierzu müssen wir natürlich zunächst mal die Kandidaten zusammensammeln und ich bitte daher nunmehr um Vorschläge für das Amt des Beisitzers im Landesvorstand. Ich weise nochmal darauf hin, wir wollen einen einzigen Beisitzer nachwählen. Bitte sehr. Ich schlage vor, aus dem Kreisverband Rostock, Stefan Teschner. Stefan Teschner ist vorgeschlagen. Herr Teschner, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht bereit. Weiterer Vorschlag. Ich schlage dem Parteifreund Thomas Kerl vor. Thomas Kerl.
Herr Kerl, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht auch bereit. Gibt es weitere Vorschläge für das Amt des Beisitzers? Ich schlage aus dem Kreisverband MSE Romy Schuld vor. Romy Schuld. Frau Schuld, stehen Sie zur Verfügung? Ja. Steht ebenfalls bereit. Gibt es weitere Vorschläge für das Amt des Beisitzers im Landesvorstand? Diese kann ich jetzt nicht mehr erkennen. Dann schlage ich Ihnen vor, die Kandidatenliste dann hiermit auch zu schließen. Wer sich dem anschließen möchte, bitte ich um Erhebung der blauen Stimmkarte. Schließung der Kandidatenliste. Vielen Dank. Wer ist gegen die Schließung der Kandidatenliste? Dankeschön. Enthaltungen? Eine Dauerstimme ist zur Kenntnis genommen. Dann ist die Kandidatenliste hiermit geschlossen. Bevor wir jetzt mit den Bewerbungen fortfahren, gehe ich ganz kurz mal bei der Wahlkommission fragen, ob das für die so in Ordnung ist. Und wir machen dann in einer Minute weiter. Stellungsreden uns hier anzuhören. Nach überschlägigem Alphabet ist das der Herr Kerl, der hier anfängt. Er hat Zeit zur Vorstellung 3 Minuten und danach gibt es bis zu 5 Fragen. Herr Kerl, Sie dürfen gern sich hier vorne einfinden. Danach ist es dann der Herr Schuld und dann der Herr Frau Schuld, Entschuldigung, Frau Schuld und dann Herr Teschner. Bei 3 Minuten Redezeit werden wir 30 Sekunden vorher mit der Glocke kurz ein Zeichen geben. Dann kommen Sie bitte rechtzeitig zum Schluss. Nach 3 Minuten muss ich Sie dann aus Gleichberechtigungsgründen tatsächlich abwürgen. Bitte sehr. Sportliche Aufgabe. Also ich bin der Thomas Kerl, ich bin 48 Jahre alt, bin derzeit leider arbeitslos, weil ich seit 3,5 Jahren mit meinem ehemaligen Arbeitgeber in Stralsund vor dem Arbeitsgericht streite. Meine Motivation, mich heute ganz pauschal aufzustellen, liegt einfach daran, dass ich ein Zeichen setzen möchte und ich möchte so eine Bewerbungsrede heute auch mal ganz anders anfangen, als es vielleicht viele andere tun würden. Ich möchte heute die Gelegenheit auch mal nutzen und mich bei 2 Leuten bedanken, die für mich absolute Patrioten sind, die für mich die AfD leben. Das ist für mich einmal der Enrico Komning in Neubrandenburg und einmal der Professor Weber in Wolgast, die in einer erstklassigen Art und Weise ihre Wahlkreise bearbeiten und ganz hervorragende Arbeit liefern. Ich möchte die Gelegenheit auch nutzen, auch mal dem Kreisverband Rostock, hier dem Herrn Reinicke, herzlichen Dank zu sagen. Tolle Aktionen dort in Rostock. Ich fahre da ja jedes Mal hin. So müssen wir das machen. Nur zusammen werden wir in Zukunft tatsächlich alles schaffen. Ich will das aber auch nutzen, um da gleich mal abzuschwenken und zu sagen, Frau Schieke-Ziesing, Sie sind ja heute hier. Wir sind die AfD und wir haben ein Ziel. Und wir befinden uns bereits auf der Zielgeraden. Und ich möchte in Zukunft auf Facebook von der alternativen Mitte keine Denunziation mehr dieser Veranstaltung in Rostock erleben. Das ist für mich einfach abartig. Und da können Sie Herrn Schmidt von mir ganz persönlich einen schönen Gruß bestellen, wenn er eine Austrittserklärung benötigt, ich schreibe sie ihm vor. Ich will aber auch heute die Gelegenheit nutzen und ganz klar sagen, wir befinden uns gerade auf dem Weg einer internen Quälerei, die ich so nicht akzeptieren kann. Wir werden es zusammen alle nur dann schaffen, wenn wir den Weg gemeinsam gehen. Und ich hatte im Vorfeld zu dieser Wahl den Eindruck, dass es hier um den Stellvertreter von Donald Trump ging, der hier gewählt werden sollte. Man hat aus einem ganz bestimmten Lager der sogenannten Rotkreuzträger mobil gemacht, dass ich das gar nicht in Worte fassen kann. Und nur deshalb stehe ich heute hier vorne und bitte Sie ganz höflich Ihre Stimme Romy Schuld zu geben. Danke. Herr Kerl, darf ich daraus schließen, dass Sie Ihre Kandidatur damit zurückziehen? Nein. Nein. Vielen Dank. Dann muss ich Sie trotzdem noch fragen, Herr Kerl, zum einen, in welchen Parteien Sie mal Mitglied waren und ob Ihr... Deutsche Jugend.
Und ob Ihr aktuelles polizeiliches Führungszeugnis Eintragung enthielte? Völlig leer und ich habe auch meine Beiträge entrichtet, deutlich mehr sogar. Dankeschön. Dann haben wir den Kollegen Kerr gehört. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Fragen an Herrn Kerl zu stellen. Derer fünf gibt es Fragen an den Bewerber Kerl. Bitte einfach mal aufstehen, dann kann man das auch sehen. Eine Frage, noch eine Frage. Gibt es weitere Fragen? Nicht? Dann zwei Fragen. Gehen Sie bitte an ein Mikrofon und stellen die Frage. Ne, ist nur eine Frage. Das andere ist ja der Kollege Kerl, ganz genau. Dann bitte die eine Frage, die besteht. 30 Sekunden Zeit für die Frage. Das kriegen Sie hin. Bitte mal das Mikro andrehen. Kempe, Kreisverband Rostock. Herr Kerl, Sie haben ja über die Querelen gesprochen. Ich würde ganz gern wissen, wie Sie sich die Arbeit als Beisitzer im Landesverband vorstellen, als Außenwirkung. Wir brauchen einen Plan. Dennis Augustin hat vorhin so schön gesagt, ruft zu Spenden auf. Wir müssen mit Sacharbeit überzeugen. Ich hätte mir gewünscht, dass heute mal gesagt wird, Leute, geht in euren Kreisverbänden hin und gründet eigene gemeinnützige Vereine. Wir schlagen den Linken immer vor oder werfen ihnen vor, dass sie toll organisiert sind und dass sie in der Lage sind, öffentliche Gelder abzukassieren. Wir sind im Moment leider nicht in der Lage dazu, weil wir diese Vereine nicht haben. Und Spenden könnten wir einsammeln durch eine ganz einfache Geschichte. Jeder von uns hat ein Handy und ich betreibe diese Geschichte schon seit fast einem Dreivierteljahr. Jetzt habe ich einen Provider gefunden. Wir können mit einer einzigen SMS 5 Euro generieren für unseren Landesverband, wegen mir auch bundesweit, das ist mir ganz egal. Mit der 55, 655 zum Beispiel. Und wir müssen Einigkeit nach draußen tragen. Ja. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen an den Bewerber Kerl? Bitte sehr. Herr Kern, war Ihre Bewerbung, die ja eine ganze bestimmte Strategie zeigt, mit irgendeinem der anderen Bewerber abgesprochen? In keinster Form. Dankeschön. Diese Entscheidung habe ich gestern, vielleicht sogar vorgestern schon gefällt. Für mich ist es wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen. Wir sind auf der Zielgeraden, wir können es schaffen. Wir haben tolle Leute mit Enrico Komning, mit Ralf Weber bei mir vor Ort. Die beide kann ich übrigens bloß einschätzen, Herr Grimm. Sie kann ich leider nicht einschätzen, weil ich da unten noch nicht war. Tut mir leid, werde ich in Zukunft auch öfter machen. Aber wir sind auf einem guten Weg. Aber das schaffen wir nur, wenn wir als AfD auftreten und nicht als diese Seite oder diese Seite. Und dann lernt irgendwann auch das Fernsehen, selbst der NDR, da sind ganz tolle Typen bei. Herr Schröder, wir berichten jetzt mal ganz normal über die AfD, weil wir einfach Patrioten sind. Schreiben Sie sich das mal in die Ohren. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen an Herrn Kerl? Die kann ich nicht mehr erkennen. Dann danke ich Ihnen, Herr Kerl, für Ihre Vorstellung. Und ich bitte als nächstes Frau Romy Schuld nach vorne. An Sie zunächst die obligatorischen Fragen nach früheren Parteizugehörigkeiten. Ja, die obligatorischen Fragen beantworte ich sehr gerne. Ich war noch nie irgendeiner Partei zugehörig, bis zum Zeitpunkt, in dem ich quasi in der AfD beigetreten bin. Und auch die zweite Frage, die ja gleich kommen wird, mein polizeiliches Führungszeugnis, weist keine Leichen auf. Dankeschön. Dann auch für Sie 3 Minuten Zeit für die Vorstellung. 30 Sekunden vorher gibt es ein Zeichen von mir. Bitte schön. Ja, ich möchte mich heute quasi vorstellen für die Position der Beisitzerin, des Beisitzers für den Landesvorstand, Entschuldigung. Ich habe diese Bewerbung bewusst doch recht lange für mich behalten, weil ich geahnt habe, dass dort in gewisser Form eventuell versucht werden wird, auf mich einzuwirken oder auf Mitglieder einzuwirken und ich absolut keine Lust darauf hatte, dass ich mich schon monatelang davor mit solchen Gerüchteköchen quasi auseinandersetzen muss. Daher relativ kurzfristig meine Bewerbung.
Und ja, hier stehe ich nun, was kann sie denn, was macht sie denn, was soll sie denn, was, wer ist sie dann? Ich hoffe, die meisten haben meine Bewerbung gelesen. Es soll auch welche geben, die das nicht getan haben, für die eine kurze Zusammenfassung. Ich bin ein Kind des Landes, ich stamme aus Vorpommern. Ich bin ja momentan noch 35 Jahre alt, demnächst dann 36, aber das ist ja nicht weiter ja, relevant. Ich bin ja, Mutter zweier Kinder. Ich bin Mutter also mit Herz und Seele. Ich bin jedoch auch ja, genauso meiner beruflichen Tätigkeit verpflichtet und verbunden. Ich bin selbstständige Rechtsanwältin und ich bin eben auch der Partei beigetreten im Jahre 2015. Der Hintergrund ist der, dass ich die Auffassung habe, dass man als Frau und Mutter eben nicht nur seine Rolle darin sieht, für die Kinder da zu sein und für die Kinder eine unbeschwerte Zeit zu ermöglichen, denen Liebe zu geben, sondern eben auch den Kindern eine Zukunft zu bauen. Und ich kann mich noch genau erinnern, im Jahre 2013 kam es dazu, dass ich zur Geburt meiner Tochter eine Glückwunschkarte bekommen habe. Dort stand drauf, ich wünsche dem Kind ein friedvolles Leben, ein Leben in Frieden. Und das war 2013 noch etwas sonderbar. Ich fand es sehr schön, aber ich konnte mir nicht vorstellen, naja, es dürfte ja kein Problem sein im jetzigen Deutschland, in dem wir leben. Und ich bin ja auch so groß geworden. Und siehe da, 2015 habe ich für mich die Erkenntnis bekommen, dass dem eben nicht so ist, dass vieles sehr wackelig und vage wird in naher Zukunft. Und so hat es sich dann eben zugetragen, dass ich in die AfD eingetreten bin, 2015. Ja, meine persönliche Motivation, mich zu bewerben für den Landesvorstand, ist ganz einfach, ich bin absolute Idealistin. Ich habe keine Ambition, keine Vorstellung, irgendwas, ich bin auf nichts aus, ich mache das einfach aus freien Stücken, ich möchte mithelfen, ich möchte dem Landesverband, ich möchte das, wie gesagt, Mecklenburg-Vorpommern zusammenwächst, dass alle Kreisverbände ja, miteinander agieren. Ich sehe mich nicht nur als Kandidatin für MSE und das ist mir persönlich sehr, sehr wichtig, dass man dort Einigkeit zeigt. Dankeschön, damit müssen wir es dann auch bewenden lassen, sonst ja. Sind wir über unsere Redezeit hinweg. Ja. Es gibt Möglichkeit, Fragen zu stellen an die Bewerberin Frau Schuld. Wer möchte dort eine Frage stellen? Bitte einfach mal kurz aufstehen oder wenn es uns mehr, dann bitte hier nach vorn kommen, dann machen wir jetzt ein Losverfahren. Bitte jeder, der eine Frage stellen möchte, sich hier vorne mal einfinden. Sehr. Hallo Frau Schuld, die Frage ist kurz und prägnant. Wie bewerten Sie die Arbeit der alternativen Mitte in Mecklenburg-Vorpommern? Vielen Dank. Dazu möchte ich gerne Stellung nehmen. Meine Meinung dazu folgende. Es ist nicht zielführend, ja, mit Brandbriefen, ja, zur Presse zu gehen und dem Wähler damit zu suggerieren, wir sind hier völlig verstrittene Haufen. Ja, da habe ich eine absolut ganz klare Meinung. Wir haben dafür einen Landespressesprecher, der medial quasi Kontakt aufnimmt mit der Außenwelt, und der sollte auch für solche Dinge benutzt werden. Ich halte es aber auch für genauso wenig zielführend, ja, wenn jemand hier versucht, sein privates Märchen von Arthur und die Ritter der Tafelrunde über die AfD auszutragen. Dankeschön. Dann die zweite Frage, bitte. Ja, Frau Schuld, Sie wollen ja die Berichterstattung insbesondere im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wiederherstellen. Wie stehen Sie denn zu der Aussage, die bei uns im Programm steht, dass die AfD die Rundfunk- und Fernsehgebühren abschaffen möchte? Dazu möchte ich sehr gerne Stellung nehmen. So wie es jetzt aussieht, ja, so wie es auch im Wahlprogramm steht, diese GEZ abzuschaffen, so wie sie jetzt so steht, das unterstreiche ich völlig. Ja? Und wenn ich mir diese Berichterstattung angucke, ja, gerade das Flaggschiff Tagesschau, was dort passiert ist, dass man sogar Fake News aufgesessen ist, ist das ein Skandal. Ja? Was ich auch sagen muss, dass man sich dann aber darüber unterhalten muss, inwiefern man dann einen abgespeckten öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Und über die Frage, wie man den dann finanziert, stehe ich gerne bereit und bin bereit dafür, ja, meine Fachkenntnisse in diesem Bereich auch einfach einfließen zu lassen. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Ja, Frau Schuld,
Wir sind ja nicht nur Partei, sondern vor allem Bewegung von der Straße. Ich habe Sie ganz selten oder eigentlich gar nie bei öffentlichen Veranstaltungen, Demos, Mahnwachen gesehen. Gedenken Sie das zu ändern und wie erklären Sie das? Ja, vielen Dank für die Frage. Herr Professor Dr. Weber, das liegt vielleicht daran, dass ich nicht unbedingt jemand bin, der sich oft mit Selfies darstellt und in sich in die erste Reihe drängt. Ja? Und zweitens, ich war bei sehr vielen Demonstrationen schon dabei. Ja? Meine erste Demonstration war in Rostock. Dann war ich auch, wie gesagt, auf Mahnwachen. Ich war in Neubrandenburg dabei mit meiner Familie, wurde dort auch sogar tätlich angegriffen von der Antifa. Das, soweit ich das quasi einrichten kann, werde ich natürlich an Demonstrationen teilnehmen. Bloß bitte bedenken Sie auch, Demonstration ist nicht nur eine Front, an der wir kämpfen. Und ich versuche als Mutter, und ich kann Ihnen sagen, das ist ein harter Job, den Spagat zu treffen, selbstständig zu sein, Mutter zu sein und für die AfD zu kämpfen, eben im Rundfunkrat uns Gehör zu verschaffen. Dankeschön. Nächste Frage, bitte. Romy, uns wird nachgesagt, dass wir in der Partei zwei Flügel hätten, sozusagen, die unvereinbar gegenüberstehen würden. Einmal den nationalkonservativen Flügel, auf der anderen Seite den wirtschaftsliberalen Flügel. Siehst du es auch so, dass es diese beiden Flügel gibt? Wie kann man das zusammenbringen und wo verortest du dich in dieser Partei, in dieser Landschaft innerhalb der Partei? Vielen Dank für die Frage. Ja, diese Frage kommt tatsächlich sehr häufig auf. Ich persönlich würde mich liberal-konservativ einschätzen. Ja, ich bin aber ja ein Mensch, der mit allen und jedem redet und da keine Scheuklappen hat. Das machen ja schließlich die politischen Gegner. Wir sollten versuchen, innerhalb der Partei dafür zu sorgen, dass wir miteinander reden und nicht übereinander reden. Nur so kann es funktionieren. Und als Vorbild sehe ich da einfach auch die Arbeit im Bundestag. Dort haben wir auch verschiedene Strömungen und Richtungen, die alle für sich sicherlich ihre Daseinsberechtigung haben. Aber zusammenarbeiten, wir haben einen kleinsten gemeinsamen Nenner, das ist unser Wahlprogramm. Und das sollten wir uns also sowas von auf die Fahnen schreiben. Und im Wahlprogramm steht nicht drin, dass wir gegeneinander arbeiten sollen. So ein Wahlprogramm habe ich nicht gesehen, sondern dass wir Sachpolitik leisten sollen, dass wir unser Wahlprogramm für die Wähler, die uns Vertrauen geschenkt haben, auch durchsetzen. Und deswegen müssen wir alle uns zusammenreißen und auch zusammenhalten. Und dafür würde ich mich auch im Landesvorstand eben mit meinem Know-how und meinem Engagement einsetzen. Dankeschön. Und die letzte Frage, bitte. Ja, Romy, du sitzt ja für uns im Rundfunkrat und ich möchte mal gerne wissen, was du dort schon erreicht hast und in welche Richtung das gehen könnte. Ja, der Rundfunkrat, die Redezeit wird nicht reichen. Der Rundfunkrat ist quasi momentan nach meinem Dafürhalten, auch wenn es nicht offiziell so behauptet wird, natürlich deutlich beeinflusst von den Altparteien. Ja, man kann das so als Blumenstrauß der Parteienwelt, könnte man sich den Rundfunkrat vorstellen. Leider ist die Kornblume da noch relativ selten vertreten. Ja? Es gibt jedoch, Bürger im Rundfunkrat, die durchaus konservative Auffassung haben und mit einem gesunden Menschenverstand versuchen, ihre Arbeit, ihre wirkliche Kontrollarbeit im Rundfunkrat wahrzunehmen. Was ich bis jetzt geschafft habe, naja, es ist natürlich schwierig, die Entscheidung des Rundfunkrates sind Abstimmungsentscheidungen. Es wird nicht nach Recht und Gesetz entschieden, es entscheidet kein Richter, sondern es wird abgestimmt. Und aufgrund dieser Parteienlandschaft, die dort herrscht, ist es natürlich schwierig, ja, gewisse Dinge eben auch so zu bescheiden. Nichtsdestotrotz denke ich, nimmt der NDR Programmbeschwerden und Beschwerden, je nachdem, in welche Richtung sie gehen. Ich habe den Eindruck, der NDR nimmt das sehr ernst. Und das ist schon ein Erfolg. Und wichtig ist eben, oder so sehe ich meine Arbeit auch dort, wenn ich den Mund aufmache, dann hat das Hand und Fuß. Ja, es bringt nichts, sich da hinzusetzen und dumme Parolen zu schwingen. Erstmal wird man da nicht gehört und zweitens wirft das ein schlechtes Bild auf die Partei. Das möchte man ja gerade. Ja? Das ist das eine. Und wie gesagt, erreicht mittlerweile. Es ist sicherlich nicht nur mein Verdienst, aber man hat zumindest schon mal aufgehört, ständig von rechtspopulistischer AfD zu sprechen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Schuld, für die Beantwortung der Fragen. Das war die Zeit für Ihre Vorstellung. Vielen Dank. Und jetzt dann bitte als letztes den Kollegen Stefan Teschner zu mir nach vorne. Herr Teschner, auch zunächst an Sie die beiden Pflichtfragen. Wie sieht denn Ihr aktuelles Führungszeugnis aus? Ist sauber. Das ist sauber. Und wie sieht es mit früheren Parteizugehörigkeiten aus?
keine Parteizugehörigkeit keine. Vor der AfD. Dann auch für Sie 3 Minuten Zeit für die Vorstellung. 30 Sekunden vor Ablauf dieser Zeit gibt es von mir ein kurzes Klingelzeichen und dann bitte zeitnah zum Schluss kommen. Bitte schön. Klar, danke. Also ich bin Stefan Teschner aus dem Kreisverband Rostock, bin dort derzeit stellvertretender Kreisvorsitzender. Und durch den Rückzug von unseren Vorsitzenden zusammen mit meinem Kollegen Volker, mittlerweile kommissarischer Vorsitzender bis zur Nachwahl im November. Zusammen haben wir den Kreisverband Rostock quasi aus dem Dornröschenschlaf geholt. Ihr alle habt es mitbekommen, die Demonstrationen laufen wunderbar. Wir haben erheblichen Mitgliederzuwachs auch durch diese Demonstration erhalten. Und ich möchte an dieser Stelle mich eigentlich bei euch allen auch dafür bedanken, dass es nicht nur der Verdienst des Kreisverbandes Rostock, sondern das alles ist auch nur möglich mit der Unterstützung von allen anderen Kreisverbänden. Dafür danke. So, noch kurz was zu meiner Person. Ich bin 40 Jahre alt, habe 2 Töchter. Hab 4 Jahre treu gedient in Bad Segeberg, wie viele aus Mecklenburg-Vorpommern. Und danach eine solide Ausbildung als Bauzeichner, Fachrichtung Ingenieurbau begonnen. Und in diesem Beruf arbeite ich jetzt seit mittlerweile 12 Jahren. So, wie bin ich jetzt zur AfD gekommen? Der Grundstein dafür lag in einer Russlandreise 2014, die ich gemacht habe. Die führte von St. Petersburg über Moskau, Nischni Nowgorod, Samara, ja, und dann Toljatti. Und da haben wir viele Leute kennengelernt auf dieser Tour. Und vom Manager bis zum Busfahrer oder von der Servicekraft, ich habe kein negatives Wort von denen gehört über ihre Regierung oder speziell Putin. So, und zurück in Deutschland stellt man sich dann irgendwann zwangsläufig die Frage, bist du stolz auf deine Regierung? So, und das konnte ich für mich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Identifizierst du dich mit dieser Regierung? Ebenfalls ganz klares Nein. So, und ein Jahr später sagte dann mein Freund Dimitri einen Satz, der mich geprägt hat und zu denken gegeben hat, ein Volk, das nicht kämpft, hat auch nicht verdient zu existieren. Und daraufhin habe ich mich dann entschlossen zu kämpfen und bin dann nach der Demo im Oktober 2015 in die AfD eingetreten. Und Christoph hatte mich ja schon als Kollegen vorgestellt. Das Erste, was ich gemacht hatte, ich habe das Defizit gesehen, als Versammlungsleiter, und da war Christoph so freundlich, hat mich dann ausgebildet mit einigen anderen, sodass wir im Kreisverband Rostock zumindest unsere eigenen Parteitage leiten konnten. Und so habe ich mich immer weiter engagiert, ging dann weiter bis zur Wahl als Beisitzer. Vielen Dank, das können wir nicht mehr ausführen, denn Teil der Ausbildung war, Redezeiten einzuhalten. Das mache ich hiermit. Aber es gibt noch Gelegenheit, 5 Fragen an den Bewerber zu stellen. Gibt es Fragen an Stefan Teschner? Bitte einfach mal kurz aufstehen, dann übersehe ich keinen. 1, 2, 3, bei mehr als 5 muss ich nämlich losen. Aktuell 3, dann geht's los. Steffen Reinicke, bitte kommen Sie an die Mikrofone. Steffen Reinicke fängt an mit Frage Nummer 1. Stefan? Ja. Wir haben dich im Kreisverband Rostock kennengelernt als Macher, als Praktiker, als einer, der anpackt, der die Probleme sieht und löst. Jetzt war die Welt, hat einen Zeitungsartikel reingestellt und unterschieden zwischen 2 Kandidaten, heute kam noch ein 3. dazu, ein Nationalkonservativer und ein Gemäßigter. In einem Land, was einem hinterm Rücken abschmiert, in dem Kriegstreiberei und Massenmigration Frage unser stellen. Land kaputt macht. Wer bist du von den beiden? Also nicht der Gemäßigte. Enrico Komning, 2. Frage. Ja, vielen Dank. Stefan, die ähnlich gelagerte Frage, die ich Romy schon gestellt habe. Wir haben gerade gehört, dass du dich eher nicht zu den Gemäßigten zählst. Dennoch gibt es ja nun unterschiedliche Strömungen in unserer Partei. Wenn du dich nun eher, wie ich das jetzt verstanden habe, zu den Nationalkonservativen zählst,
Wo siehst du Möglichkeiten, dass wir die unterschiedlichen Strömungen kanalisieren und gemeinsam kämpfen? Also das ist eine wichtige Aufgabe und ich bin jetzt auch nicht so ein Hardliner, der, sag ich mal, sich Gesprächen und so weiter Leuten verweigert, die andere Meinung sind, andere Auffassung sind, eine liberalere Auffassung haben. Ich bin dafür, wir müssen zusammen kämpfen für unser Land. Das große Ziel ist Deutschland und da hat es eigentlich auch keinen Platz für extrem rechte und extrem linke Ansichten innerhalb der Partei. Wir müssen einen Konsens finden und zueinander finden. Dankeschön. Dort hinten haben wir noch eine dritte Frage. Bitte sehr. Ja, hallo Herr Teschner. Meine Frage geht in die Richtung, wie ist Ihre Vision für die Landespartei? Was möchten Sie ganz konkret als Beisitzer verbessern an der Partei? Dankeschön. Also was mir aufgefallen ist, ein wesentlicher Punkt hat sich ja mittlerweile verbessert, wenn ich da an vor ein, zwei Jahren denke, wo jeder Kreisverband in sich sein Süppchen gekocht hat. Teilweise ist auch, Intrigen ist vielleicht ein hartes Wort, aber ich fange nochmal neu an. Also wie gesagt, die Kreisverbände zusammenführen, dass die nicht gegeneinander arbeiten, sondern miteinander und da sind wir auf einem guten Weg dahin. Als zweiten Punkt, den ich mir auf die Agenda gesteckt habe, dass wir vielleicht versuchen, mehr die russischen Bürger, die in Deutschland leben oder in Mecklenburg-Vorpommern oder die Russlanddeutschen, dass wir die mehr ansprechen, um in unsere Partei zu kommen. Also da, denke ich mal, haben wir ein Defizit. Und sag ich mal, da ich ja Russland-Fan bin, würde ich dahingehend meine Arbeit ausrichten, dass wir die Bevölkerungsgruppen ansprechen, bei uns mitzumachen. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen an den Teschner? Hier vorne habe ich noch eine. Keine weiter, dann bitte sehr. Ja, noch eine Frage. Sie haben sich als nicht gemäßigt bezeichnet, so habe ich es jedenfalls verstanden. Können Sie das ein bisschen näher ausführen? Und wie stellen Sie sich denn den Kampf vor, von dem Sie sprechen? Gehen Sie davon aus, dass Sie hier über Wahlen Einfluss gewinnen oder haben Sie da andere Vorstellungen? Natürlich über Wahlen. Also Kampf meine ich den politischen Kampf. Ich habe auch, klang heute schon mehrmals an, VKK, ich habe mich weitergebildet mit Ziel Kommunalpolitik. Ich war vorher völlig unpolitisch, hätte mir einer vor 3 Jahren gesagt, dass ich mal heute hier stehe, um vor 150, 200 Leuten rede, beziehungsweise, dass ich mir Wissen aneigne, um nachher im Kommunalparlament unsere Sache zu vertreten und auf diesem Weg will ich mit euch Deutschland retten. Gibt es noch eine fünfte Frage an Herrn Teschner? Dort hinten, Andreas Rösler. Bitte schön. Ja, Herr Teschner, wir sind zuerst Partei und vielleicht auch Teil einer großen Bewegung in Deutschland. Sie stehen heute hier, weil wir einen Kandidaten nachwählen müssen. Sie sind in Verantwortung in Rostock. Warum hat man in Rostock dann die Ordnung der Parteien noch nicht in die Reihe bekommen und einen Vorsitzenden gewählt? Der turnusmäßige Kreisparteitag liegt im November an und Volker und ich haben den Kreisvorstand, wir haben da super Leute drin, so weit im Griff, dass wir keine Notwendigkeit sahen, dafür einen extra Kreisparteitag einzuberufen. Vielen Dank. Das waren die 5 Fragen. Vielen Dank, Herr Teschner, für Ihre Vorstellung. Und bevor wir dann jetzt gleich zum nächsten Wahlgang, nämlich zum Wahlgang des Beisitzers, schreiten, zunächst das Ergebnis der Delegiertenwahlen. Ich kehre daher nochmal zurück in den Tagesordnungspunkt 5 Dora und bitte dann jetzt ein Mitglied der Wahlkommission. Ich gehe davon aus, dass die ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Gut, dann machen wir oder unterbrechen wir, bis das Ergebnis vorliegt. Bitte laufen Sie nicht zu weit weg. Wir können jederzeit dann den Parteitag fortsetzen. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Information. Ich setze den Parteitag fort. Es gibt
wenn etwas Ruhe eingekehrt ist, es gibt noch ein paar Schwierigkeiten mit der Auszählung der Delegiertenwahlen. Das kann sich unter Umständen noch eine ganze Weile hinziehen. Wir haben aber noch, das ist die positive Nachricht, wir haben ja noch eine gewisse Wahlkommission, die in diesem Delegiertenwahlgang ihr Amt ruhen lassen muss und deswegen als gewählte Wahlkommission uns weiter zur Verfügung steht und jetzt mit uns diese Beisitzerwahl durchführen kann, unter der Leitung von unserem Wahlleiter Christoph Grimm und den anderen beiden Stimmzählern, die sich noch hier im Raum befinden, die dort ebenfalls das Amt ruhen lassen mussten für die Wahl der Delegierten. Zur Geschäftsordnung, Herr Professor Weber. Das ist korrekt. Ich habe das hinten mit den Kollegen besprochen. Die Kollegen kommen gleich her, nehmen an dem Wahlgang mit teil. Die Wahlzettel werden selbstverständlich hinten beaufsichtigt. Und die Kollegen hinten sind auch damit einverstanden, das alles bitte zu Protokoll, dass danach in ihrer Abwesenheit hier weiter verhandelt wird. Das habe ich alles abgeklärt. Das ist alles in Ordnung. Gut, also wenn Sie da nichts gegen einzuwenden haben, würden wir jetzt mit der restlichen Wahlkommission, die hinten an der Delegiertenwahl nicht an der Auszählung beteiligt ist, jetzt hier die Wahl zum Beisitzer durchführen und danach in der Tagesordnung fortfahren, also die Finanzsachen hören, Satzungsanträge machen, normale Anträge machen. Zeitansatz dafür insgesamt machen wir etwa eine Dreiviertelstunde, dann müssen wir den Saal wegen der Vorbereitung räumen. Gibt es da Einwände? Kann ich nicht erkennen, hervorragend. Dann nehmen Sie bitte Ihren Wahlzettelblock zur Hand, den weißen, der Ihnen heute Morgen ausgeteilt worden ist. Dort sollte vorne aufliegen der Stimmzettel mit der Nummer 1. Gibt es jemanden, der den nicht mehr hat? Ist überhaupt kein Block. Das ist schlecht. Der ist aber ausgegeben worden. Ja, Sie haben ja mit der Stimmkarte zusammen auch einen Wahlzettelblock bekommen. Und dafür gibt es leider keinen Ersatz. Und in der Innentasche auch gefunden worden. Ganz hervorragend. Dann bitte ich die Türen zu schließen. Und wir kommen zum Wahlgang. Es stehen zur Wahl. Nochmal bitte kurz aufstehen, um uns in Erinnerung zu rufen. Herr Thomas Kerl steht zur Wahl. Herr Kerl, dort hinten ist er. Dann steht zur Wahl Frau Romy Schuld. Das ist die Dame dort vorn. Und Herr Stefan Teschner. Das ist der Herr dort hinten. Sie haben jetzt bei der beschlossenen Einzelwahl die Möglichkeit, einen der drei Namen zu notieren, wenn Sie diejenige Person wählen möchten. Sie können ein Nein dort vermerken, wenn Sie gegen alle drei Kandidaten sind und die alle ablehnen. Oder aber Sie notieren eine Enthaltung. Ein einfaches Ja genügt hier nicht. Das möchte ich nochmal sagen. Es ist eine geheime Wahl. Wenn Sie das nicht geheim am Platz machen können, dort hinten ist die Wahlkabine. Ansonsten ist der Wahlgang eröffnet und ich bitte die Wahlkommission, die Stimmen einzusammeln. Stimmzettel Nummer 1 ist gültig und zwar nur Stimmzettel Nummer 1. Herr auf den Tagesordnungspunkt 8, Dora, Bericht zur Finanzentwicklung des Landesverbandes. Und hierzu erhält das Wort Dr. Gunter Jess. Meine Damen und Herren, bitte lassen Sie Ruhe einkehren und hören Sie Ihrem Schatzmeister zu. Psst. Ja, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wir hatten vorhin die Berichte vom Landesvorstand über die Arbeit. Aber die Arbeit wird nicht gelingen ohne gesunde Finanzen. Deshalb hatte der Vorstand beschlossen, dass wir allen Mitgliedern heute auf dem Parteitag den Bericht über den Jahresstand 2018 bringen. Und Sie können hier sehen auf dieser Darstellung, wir haben die Planung, die ursprünglich vom Parteitag beschlossen worden war. Wir haben dann den Ist-Zustand 23.08.18, das ist also der sozusagen Kontenstand. Und wir haben die Hochrechnung zum Jahresende, also zum 31.12.2018. Diese drei Spalten haben Sie ja zur Verfügung. Die wichtigste ist, glaube ich, der Ist-Zustand 23.08. zusammen mit der Hochrechnung. Und die können wir jetzt mal kurz durchgehen. Wir haben also eine Anfangsliquidität gehabt am 01.01.2018 von 73.286 Euro. Ich runde jetzt immer ein bisschen auf oder runde immer ein bisschen die Zahlen. Und Sie sehen, dass wir praktisch Einnahmen generiert haben im Jahre 2018 bisher, die sich im Bereich von 285.873 Euro belaufen. Wir hatten dann praktisch Rückführungen an den Bundesvorstand für die staatliche Teilfinanzierung. Das hing damit zusammen, dass die anderen Bundesländer bei den Wahlen relativ erfolgreich waren, was ja auch erfreulich ist. Aber dadurch kam, da die gesamtstaatliche Teilfinanzierung gedeckelt ist, kam letztendlich eine geringere Finanzierung für den Landesverband heraus und wir mussten für 2017 etwa 19.000 Euro zurückzahlen.
Außerdem haben wir eine Wahlkampfrücklage geplant oder besser gesagt beschlossen gehabt, die praktisch jährlich 50.000 Euro in ein Sparkonto abführt, damit wir die Wahlkämpfe der nächsten Jahre aus diesem Budget dann auch bestreiten können. Deshalb habe ich das also subtrahiert und wir haben eine Liquidität 2018 gehabt, letztendlich, wenn wir diese Zahlungen da abgezogen haben, von 216.109 Euro zum Stichtag 23.08. Wenn man das hochrechnet und dann entsprechende Ausgaben, nicht Ausgaben, sondern Finanztransaktionen berücksichtigt, die noch ausstehen zum Jahresende, das ist nämlich die Rückzahlung des Darlehens, das wir vom Bundeskonvent hatten für den Landeswahlkampf 2017, in Höhe von 33.333 Euro, dann bleiben also zum Jahresende eine Liquidität für 2018 von 206.971. So, und jetzt geht es zu den Ausgaben 2018 und da blättern wir mal kurz hoch. Da haben wir zunächst die Personalausgaben für die Geschäftsstelle in Neubrandenburg. Dann haben wir den laufenden Geschäftsbetrieb. Da sehen Sie, dass wir praktisch im Bereich in der Planung hatten wir 25.300. Wir haben deutlich weniger ausgegeben in diesem Geschäftsbereich und werden zum Jahresende vermutlich bei 14.000 Euro landen. Das ist für unsere politische Arbeit ganz gut, wenn wir mal hochgehen jetzt. Die Sachausgaben für die allgemeine politische Arbeit sieht nämlich da etwas anders aus. Da haben wir geplant gehabt 26.500 Euro, sind jetzt bei 11.000 Euro Ausgaben zum 23.08., werden aber zum Jahresende nach den Kosten, die ich also schon überblicken kann, bei 32.572 Euro landen. Das sind also doch etwas mehr, als ursprünglich geplant waren. Das hängt damit zusammen, dass wir praktisch einmal diese Zeitung ausgegeben haben. Ich glaube, das ist wohl durchaus positiv zu bewerten, wer sie sich schon mal angesehen hat. Ich glaube, die ist wirklich gelungen. Und wir haben diese Kampagne, die Mitgliederwerbekampagne, die heute vorgestellt wurde von Dennis, die in dieser Größenordnung Kosten verursacht. 15.000 Euro sind das für diese Mitgliederkampagne etwa. Ja. So, und dann hatten wir die Sachausgaben für die Wahlkämpfe. Da sind insbesondere hineingefallen die Wahlkämpfe im Kommunalbereich, das heißt also die Landratswahlen und die OB-Wahlen. Dafür hatten wir aus dem Landesverband 25.000 Euro zur Verfügung gestellt. So, dann sind sonstige Ausgaben, das Sommerfest sein, dann haben wir Zuschüsse an die Gliederungen. Das sind insgesamt bisher 54.000 Euro und werden zum Jahresende etwa 70.000 Euro sein, die wir an die Gliederungen ausgezahlt haben. Alles in allem, die Zuschüsse an die Gliederungen berechnen sich oder ergeben sich aus dem Anteil der Mitgliedsbeiträge, die wir sozusagen vom Bundesverband zur Verfügung gestellt bekommen. Dann haben wir die Weiterleitung aus der Mandatsträgerabgabe an die Kreisverbände. Da sind ja 50% der Mandatsträgerabgaben werden an die Kreisverbände weitergeleitet. Und wir haben sonstige Zuschüsse an die Kreisverbände. Das sind zum Beispiel die Mietzuschüsse für die Geschäftsstellen in den Kreisverbänden. Alles in allem ist dann sozusagen an Ausgaben zurzeit 116.886. Die Einnahmen waren, die Liquidität war zum Stichtag 23.08. 216.000, also der Kontenstand am 23.08. war 99.223. Das stimmt auch so mit dem wirklichen Kontenstand überein. Wenn man das jetzt hochrechnet auf das Jahresende, ist es aber so, dass dort die Situation etwas anders aussieht. Unser Kontenstand wird dort abschmelzen auf 33.103 Euro. Und wenn wir uns jetzt mal ansehen, was ganz oben stand, nämlich die Anfangsliquidität am 01.01.2018, dann waren das 73.286. Daraus können wir schon erkennen, dass wir eigentlich in dieser Form nicht weitermachen können, weil wir nämlich über den Einnahmen liegen, sondern nur aufgrund des höheren Anfangsbestandes sind wir also noch im Plus. Wir könnten uns das 2 Jahre leisten, dann wären wir pleite. Dieser negative Ausblick, den will ich aber gleich ein bisschen relativieren. Natürlich haben wir uns da auch Gedanken drüber gemacht im Vorstand. Es wird ja nun
durch den neuen Beschluss im Bundesparteitag, dass die Finanzierung auf andere Beine gestellt wird, werden wir im nächsten Jahr etwas besser gestellt sein, sodass wir da also neu kalkulieren werden. Die mittelfristige Finanzplanung werde ich demnächst erstellen. Und insofern sind wir also optimistisch, dass wir da gut über die Runden kommen. Zudem muss man auch hinweisen, haben wir natürlich das Sparkonto, auf dem inzwischen diese 100.000 Euro etwa sind, die wir für die Landeswahlkämpfe in den nächsten Jahren ansparen. Ja, das wäre der kurze Überblick über die Finanzsituation des Landesverbandes. Meine Frage jetzt, gibt es dazu Fragen? Bitte, Herr Reinicke. Das Mikro wird sofort aufgedreht. Da ist es, ja. Diese Vorstellung der zukünftigen Änderung 2019 hinsichtlich der erhöhten Zuschüsse seitens der Bundesgeschäftsstelle Bundesverbandes sind ja sehr vage. Also ich habe da gar keine Zahl entnommen. Wie konkret wird sich das verändern oder um wie viel Summen geht, um wie viel Geld geht es da monatlich mehr oder jährlich? Also die Haushaltsplanung 2019 ist ja hier auch nicht gemacht. Deshalb sind da die Zahlen, das wird ja erst ab 01.01.2019 gültig. Ja, die neue Finanzierungsart. Insofern ist das hier, spielt das hier noch keine Rolle. Das ist mir klar, aber Sie haben es ja in den Raum gestellt und du hast es ja in den Raum gestellt. Und deswegen meine Frage, also was bahnt sich da an? Was kommt da eventuell an zusätzlichen Mitteln auf den Landesverband zu? Das würde ich jetzt ungern hier so in den Raum werfen. Wir haben kalkuliert und sind auf etwa 30.000 Euro mehr gekommen. Das ist aber, wie gesagt, eine grobe Kalkulation. Die mittelfristige Finanzplanung muss ich exakt durchführen und die ist noch nicht durchgeführt. Deshalb will ich das jetzt hier auch nicht sozusagen schriftlich zur Verfügung stellen. Weitere Frage, bitte. Peter Schmidt, Kreisverband Rostock. Es wird ja auf Kreisebene in den Kreisbüros sehr viel unentgeltliche, ehrenamtliche Arbeit geleistet. Könnten Sie dem mal gegenüberstellen, was die Landesgeschäftsstelle uns so kostet? Personalkosten und Sachkosten vielleicht mal aufgeschlüsselt? Das ist ja hier dargestellt. Wir müssten jetzt mal Kosten laufen. Bitte nochmal höher. Also die Personalkosten des laufenden Jahres 2018 werden also etwas unter 30.000 Euro liegen. Da sind die Sozialversicherungsbeiträge, da sind die Steuern dabei, die wir abführen müssen. Und da ist der Lohn dabei. Ja? Und der laufende Geschäftsbetrieb bewegt sich dann insgesamt bei 13.700 Euro und da können Sie sehen, was da ist. Da ist die Miete, sind die Nebenkosten des Geldverkehrs, die Telekommunikationskosten, also Telefon und Internet und so weiter. Da sind, was höhere Posten ist noch, sind die Kosten für die Buchführung, die wir in diesem Jahr erstmalig haben. Und wir haben noch die Anschaffung der Geschäftsausstattung. Da werden wir auch diese neue Software, Buchhaltungssoftware, die wir eingeführt haben, die schlägt dann natürlich auch zu Buche. Aber wenn Sie die Kreisstaatsmeister sprechen, ich denke, da werden alle einhelliger Meinung sein, dass das wirklich von großem Vorteil ist. Die Buchungsmöglichkeiten für die Kreisstaatsmeister werden dadurch deutlich einfacher. Und bis jetzt habe ich eigentlich nur Lob gehört. Weitere Frage, bitteschön. Gunter, ich gehe davon aus, dass die Mitgliederkampagne eine Einmalausgabe ist von den 15.000. Ist das richtig? Das ist sicher so richtig, ja. Entscheidet natürlich der Vorstand. Insofern greife ich dem jetzt ein bisschen vor, aber es ist eine einmalige Aktion, ja. Wir wollen ja die Zeitung, wenn ich das vorhin richtig verstanden habe, 3 Monate, also vierteljährlich machen. Mit welchem, wie schlägt das zu Buche? Also die Mitgliederkampagne hat ja nichts mit der Zeitung zu tun. Nein, also das ist klar. Die Zeitung kostet uns in dieser jetzigen Ausgabe 6.000 Euro etwa. Dennis, das waren wie viele Exemplare? 60.000 Exemplare, das sind diese 6.000 Euro. Okay, also abzüglich der Einmalausgabe für die Kampagne hätten wir dann, du hast ja gesagt, 33.000 haben wir jetzt. Wir kommen von 63, wenn man die 15.000 abzieht, sind wir also bei der Liquiditätsabfluss. Von grosso modo 15.000 unterjährig. In etwa kann man das so sagen, wobei das passt eben auch nicht so hundertprozentig, weil diese Rückführung der 19.000, die wir in diesem Jahr hatten, die werden ja im nächsten Jahr hoffentlich auch nicht auftreten, sodass wir also davon ausgehen können, dass wir da insgesamt besser stehen. Mit wie viel habt ihr das Sparkonto dotiert dieses Jahr? Das hatte ich schon gesagt, 100.000. Ja, einmalig oder? Nein, wir haben in diesem Jahr 50.000 abgeführt und im vergangenen Jahr auch schon 50.000. Wunderbar, okay, danke.
Die nächsten. Gibt es eine weitere Frage am hinteren Mikrofon? Bei Fragen bitte an die Mikrofone, dann kann sie mich jeder hören. Hinten geht's weiter. Ja, ich würde gern wissen, im letzten Jahr habe ich mir den Haushaltsplan ausgedruckt, ob ich den 17, 18 dann auch mir aus dem Internet ziehen kann. Ja, noch nicht. Allerdings, ich habe das dem Vorstand schon vorgestellt, die Präsentation in dieser Form werden wir in der Zukunft vermutlich nicht mehr machen, weil das ein ziemlicher Aufwand ist, weil diese Darstellung, ich will dahin, dass wir in Zukunft das automatisch sozusagen aus dem Buchhaltungssystem generieren können. Und da sieht das ein bisschen anders aus. Aber es wird trotzdem natürlich werden alle Daten präsentiert. Aber da arbeiten wir noch dran und das müssen wir sehen, wie wir das gestalten. Aber das kommt. Das kommt garantiert. Ja, danke. Dankeschön. Weitere Frage hier vorne. Ja, Gunter, kurze Frage. Das Darlehen an den Bundeskonvent, die 33.000 und etwas, wie lange wird das noch fällig und in welcher Höhe? Also insgesamt müssen wir 133.333 Euro zurückzahlen. Wie viel sind denn jetzt noch offen? Das sind noch, zweimal haben wir gezahlt, das wären dann praktisch noch die Hälfte, also zweimal noch. Also keine Dauerbelastung? Nein. Gibt es noch weitere Fragen an den Schatzmeister? Eine Ergänzung von Leif-Erik Holm. Eine Ergänzung, um das nochmal klar zu machen. Wir leben nicht prinzipiell über unsere Verhältnisse. Wir haben auch für die Landratswahlen ja wieder Unterstützung gegeben. Das waren 30.000 eingestellt, sind nicht ganz abgeflossen, aber es waren ein bisschen über 20.000. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf. 25.000. Also es ist auch eine Einmalzahlung, die dieses Jahr zur Unterstützung der Landratswahlen angefallen ist. Das ist jetzt nicht strukturell so, dass wir jedes Jahr zigtausend Verlust machen müssen. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen zum Bericht zur Finanzentwicklung des Landesverbandes? Diese kann ich nicht erkennen. Dann bedanken wir uns beim Schatzmeister Dr. Jess. Ich schließe damit den Tagesordnungspunkt 8 Dora und wir kehren zurück in den Tagesordnungspunkt 7c.